This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Ja, brauche ich zu sagen, heute ist nicht mehr Karat, aber heute ist Zeit für den Karat-Podcast, für unseren Review-Podcast. Wir wollen natürlich mal sprechen über das, was wir erlebt haben, und zwar alle, die schon wieder fit sind. Wir nehmen das Ganze am Montag nach dem Karat auf, also am 7.3. 17.30 Uhr, hier ist eine halbe Stunde, bevor die Karat-Tickets fürs nächste Jahr veröffentlicht werden. Das heißt, mein Gast, der dabei ist, muss nachher noch Tickets kaufen, weil ich habe irgendwie schon ein Fenster erwischt, wo es schon welche gab heute, lustigerweise. Und als Gast habe ich heute wieder den Daniel dabei. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Guten Morgen, guten Abend. Ich hoffe, man hört mich. Meine Stimme scheint wieder ein bisschen zu funktionieren, tatsächlich überraschenderweise. Ja, und ich hoffe, ihr, die zu Hause alle mithört oder mitzuschaut sogar, ihr seid so halbwegs wieder fit. Ja, wir sind alle irgendwie so ein bisschen angeschlagen danach, ne? 2 Jahre. Ja. Nur eher kleinere Shows gehabt oder nur Eintagesshows und dann auf einmal Karat und boah, ich habe gestern schon, also ich hatte Samstagabend schon das Problem, dass ich nach im Büschen, da haben wir ja wirklich 2 Stunden bei McDonald's gequatscht, unter anderem mit dem Matthew von Butchermania, schönen Gruß nochmal an den lieben Kerl, das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und ich war dann, als wir abends bei der Show waren, war ich schon müde, da ging es schon ganz böse los und Sonntag, wenn ich Karat gewesen wäre, hätte ich am Sonntag gesagt, weißt du was, ich bleibe auf der Couch, ich fahre gar nicht mehr. Aber es war halt Karat und Karat guckt man halt. Ja, und wir haben 4 Tage Karat in Dortmund, also 3 Tage Karat plus in der Circle, wo ich ja noch war. Daniel, so als erstes Fazit, wie fühlst du dich nach Karat? Wie hat es dir gefallen? Also körperlich fühle ich mich gerädert, aber mental fühle ich mich sehr, 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 sehr gut. Es war ein tolles Erlebnis. Es war, jeden Tag wurde was Tolles geboten und aber vor allen Dingen mit doppeltem Unterstrich darunter, die ganze Atmosphäre drumherum, die Menschen drumherum, das war wirklich mal wieder sehr, sehr schön. Der internationale Flair, aber eben auch mal Leute auch aus Deutschland wieder zu sehen, die man lange nicht gesehen hat, da werden wir sicherlich gleich noch viel drüber sprechen, war einfach wunderbar. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Wie fühlst du dich? Ich bin immer noch müde, aber ja, es hat unheimlich gut getan. Ich habe auch im Nachhinein mit vielen Leuten vom Karat noch Kontakt gehabt, also ob es jetzt die Wrestler waren oder auch Offizielle waren, und es sind durchweg, glaube ich, alle begeistert, alle gleich müde, aber auch alle gleich begeistert von dem, was wir erlebt haben. Und es gab ja viele Unkenrufe vor, ja, das ist nicht mein Karat, weil nicht so viele internationale Stars. Ich glaube, dass unsere lokalen Stars hier, also lokalen Wrestler, die wir aus Deutschland, aus Frankreich, aus Ungarn, woher auch immer da hatten, die haben, glaube ich, so viel abgeliefert, das hätten auch 5 Fly-Ins nicht mehr surfen können. Also die haben wirklich sich richtig den, sagen wir mal, jugendfreundlichen Hintern aufgerissen für uns, haben alles gegeben und es gibt nichts zu bemängeln an diesem Karat. Also wirklich, es gab 2 Matches, die für mich nichts waren, aber das ist Geschmackssache. Da reden wir aber noch drüber. Enttäuscht hat mich nur einer, aber da reden wir ganz zum Schluss drüber. Ja, genau. Gut, wir fangen vorne an. Ich würde mal kurz über Inner Circle sprechen, aber eine Sache vorneweg. Und das geht jetzt an die, wo ist meine Kamera? Da. Die gerade hier gucken oder hören, wir möchten gerne einmal an euch Danke sagen, weil viele sind zu uns gekommen, haben sich bedankt, haben mit uns über den Podcast gesprochen, haben auch mal Anmerkungen gegeben, also ein Podcast und zur Quizschlacht. Das war richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht, dass ihr extra zu uns gekommen seid und auch mal ausgedrückt habt, dass es euch gefällt. Das macht immer wieder Freude. Vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Das hat uns sehr, sehr gefreut und macht einen auch ein bisschen stolz. Ja, das ist, es gab so viele Punkte dieses Wochenende, ne? Und auch das Ambition, was mich auch sehr stolz gemacht hat, da das Logo auf der Leinwand zu sehen, muss man einfach sagen, ne? Also klar, ihr wisst alle, es war ein Sponsoring, machen wir uns nichts vor, ne? Die haben uns jetzt nicht darauf gesetzt, weil die WXW sagt, wir machen jetzt mal unsere Podcasts, die uns häufig hier unterstützen, setzen wir jetzt auf die Leinwand. Das war halt ein Sponsoring. Aber das wisst ihr, das haben die offen angeboten. Es ist trotzdem schön, wenn man da auftaucht. Und gerade für uns als Podcast, wir laufen ja komplett im Non-Profit-Bereich, das heißt, wir verdienen ja nichts. Wir investieren ja eigentlich nur rein, aber das machen wir ja gerne. Wir machen das ja hier gerne, weil wir was für euch machen möchten. Und weil wir halt gerne mit interessanten Leuten reden und halt euch gerne Freude machen. Und deswegen haben wir uns auch an der WXW wieder an den Schuss beteiligt, weil uns das deutsche Wrestling ja wichtig ist. Wir wollen ja, dass es weitergeht. Und gerade die Corona-Zeit
Hat uns allen wehgetan, gerade denen, die selbstständig sind, glaube ich, noch am meisten. Und der WXW auch. Und deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen das auch hier nochmal. Und dann ist es auch trotzdem schön, das eigene Logo zu sehen und erwähnt zu werden. Da kann man sich, glaube ich, auch mal freuen. Absolut. Das So, war cool. bevor wir jetzt noch eine halbe Stunde vorher über alles andere reden, fangen wir mal an mit der ersten Chance. Und wir starten rein mit Inner Circle. Inner Circle war am Donnerstagabend, 3.3. Das Ganze startete um, weiß ich nicht mehr. Wir sind, glaube ich, um 17 Uhr losgefahren, irgendwie 18 Uhr Einlass. 19 Uhr ging es, glaube ich, los, 19:30. Es war wieder das Inner Circle im Wohnzimmer quasi, also in der Academy. Das letzte Inner Circle in der Academy, weil die Academy ja umzieht im August, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach Gelsenkirchen. Es wird noch ein paar Academy-Shows geben, zum Beispiel jetzt am kommenden Donnerstag ist noch eine. Da gibt es auch dann WXW Academy gegen die HCW, ja, das HCW Dojo. Da gibt es immer so Vergleichskämpfe oder Gegeneinanderkämpfe. Das klingt auch sehr spannend. Ich werde es leider wieder nicht schaffen, aber klingt auf jeden Fall interessant. Ja, und wir hatten dann einen Abend mit, lass mich kurz mal auf die Karte gucken, 2, 4, 6 Matches, weil das verschwimmt ja mittlerweile alles nach 4 Tagen, was man so gesehen hat. Und es waren unterschiedliche interessante Paarungen dabei. Ich sage es jetzt immer, wir werden nicht auf jedes Match eingehen, weil das macht keinen Sinn. Dann sind wir in 3 Tagen noch dran mit dem Podcast. Also wir hatten als Start Shigeo Irie gegen Gulas Junior. Heißt eigentlich jetzt Gulas oder Gulias Junior? Gulyas. Gulias, Gulias, okay. Gulias Junior. Man spricht das Y eher, glaube ich, wie ein J anstatt ein Y. Also Also Gulas, Gulyas, Gulyas. okay. Ja. Ihr wisst, wen wir meinen. Ja, genau. Ja, schönes Match, wo es mal ein bisschen mit Kraft hin und her ging. Hat Spaß gemacht. Dann hatten wir ein Tag Team Match, Norman Harras und Sebastian Suave. Den haben wir ja auch, die beiden haben wir auch am Samstag nochmal gesehen. Zusammen. Gegen Golden Boy Santos und Vaughn Vertigo. Sebastian Suave sah ein bisschen aus, als würde der gerade mit der Trainingsjacke vom, weiß ich nicht, vom Fitnessstudio reinkommen. Die hatte der am Samstag auch noch an. Das hat mich erstmal irritiert, weil der irgendwas auf dem Rücken hatte von wegen Print. Weiß ich nicht, was es war. War lustig aus, aber war ein unterhaltsames Match. Dann hatten wir ein Singles-Match, unsere Herausforderin auf den Damentitel zu der Zeit, noch Ava Everett gegen Oshii. Oshii hat mir gut gefallen. Vorher noch nie Ja. gesehen. Richtig gut. Sollten wir mal im Auge behalten. Ich glaube, das könnte jemand sein, der die Damen-Division, Women's-Division, wird ja öfter mal gefragt, warum ich den immer Damen sage. Das ist keine Abwertung, das ist für mich einfach ein Synonym. Ich will nicht immer das englische Women's-Division sagen, sondern ich lande auch schon bei der Damen-Division. Ja, und Oshii könnte eine schöne Ergänzung sein, muss ich sagen. Also hat mir gut gefallen. Und ja, Everett, ich versuche sie noch einzustufen. Man darf hier das Mikro nicht zu laut drehen, sonst tun die Ohren weh. Das hat man da auch wieder gemerkt. Aber ja, sie macht auch keinen schlechten Job, muss ich sagen. Also ich finde sie jetzt gar nicht so schlecht im Ring. Ava Everett auch nicht. Aber die Damen ist halt so, wir wissen es alle, die Damen-Division, Damen-Division, Women's-Division ist komplett abgegrast in Europa und da müssen wir jetzt gerade wieder aufbauen. Und da kommen jetzt langsam so ein paar Leute nach. Gut, Ava Everett jetzt nicht aus Europa, aber mit Oshii, ein paar Leuten, die wir in Deutschland haben. Da kommt jetzt langsam immer mehr Leute nach und da muss man denen halt auch den Platz geben. Das Match war auch nicht schlecht, hat Spaß gemacht, war recht kurz. Und sich gut angucken. Dann kamen wir zum Highlight der Show. Das war Fuminori Abe gegen Ender Kara. Ein Match, wo man sich gesagt hat, da möchte ich nicht zwischenstehen, weil das hat richtig geknallt und richtig wehgetan. Aber hat auch richtig Spaß gemacht. Also die beiden gegeneinander, das war ein Match, wo ich dann auch am Abend noch geschrieben habe, das hättest du auf die Karte packen können. Das war richtig gut. Also, was man, ich war ja nicht bei der Show, deshalb wird das gerade so ein bisschen zum Monolog von Ja. dir, aber wir können versprechen, gleich danach hört es auf. Genau, ich werde noch ein paar haben, wo du nur redest, weil ich nicht da bin. Genau. Ja, aber ich habe sehr, sehr viel positives Lob von vielen verschiedenen Stimmen, von Fans und auch von Kollegen gehört, die das Match Ender Kara sehr abgefeiert haben, Ender Kara gegen Abe. Ender Kara sowieso einer, der auch immer super abliefert. Ne? Also der macht auch immer sehr viel Spaß, der Kerl. Muss man einfach sagen. Ja, da hatten wir den ersten Auftritt von AC Romero gegen Dennis Dulnik und ich muss sagen, Dennis Dulnik für mich auch eines der Highlights des Wochenendes. Dennis Dulnik ist einer, der neben Maggot, glaube ich, der ist, der immer am kreativsten stirbt, wenn er von irgendeinem geschlagen, getreten, geworfen, sonst was wird. Gefällt mir sehr gut. Und der auch in jeder Form unterhaltsam ist. Da kommen wir auch noch auf ein paar Matches von ihm, die wir gesehen haben. Aber Dulnik ist wirklich so ein Highlight, was man auch wirklich mal sehen muss. Wie findest du den guten Dennis? Ja, also Dennis Dulnig, ich bin froh, dass wir ihn haben.
Er ist einer der Leute, die damals in den Lockdown-Tapings herausgestochen ist. Er ist im Ring unglaublich gut, technisch auch sehr versiert, aber er ist eben auch unglaublich lustig und unterhaltsam. Und vor allen Dingen, was ich auch in den späteren Shows am Wochenende festgestellt habe, er ist auch äußerst spontan und kann auf Sachen reagieren, die vielleicht gar nicht so vorhergesehen passieren. Also wirklich, wirklich toll. Und er ist auf jeden Fall ja so ein Asset für die Company. Wenn man sich zurückerinnert, es gab zuletzt eine Show vom Karat noch, wo Duldig einmal mit so einem E-Scooter reingekommen ist. Und das war auch eine spontane Aktion. Da war nämlich spontan, ich darf da glaube ich mal eine kleine Story erzählen, die mir der Frank Fährmann erzählt hat. Er meinte nämlich, der hat zu ihm gesagt, du musst mal zum E-Scooter reinfahren. Meint der Duldig, ja, gute Idee, aber dann muss ich auch noch hinfallen und sowas. Dann muss es halt richtig lustig werden. Und dann haben die beiden das quasi zusammen ausgeklügelt. Also ein unheimlich spontaner, kreativer Mensch auch. Und das merkt man, das macht auch Spaß. Also eine ganz klare Empfehlung, den sich öfter mal anzugucken. Ja, und der Main Event war ein Eight-Man-Tag-Team-Elimination-Match, das HCW-Dojo in Person Dover, Ikarus, Maverick und Peter Tihani gegen die WXW Academy in Person von James Runyon, Oscar, Robert Reisker und Rotation. Und dieses Match stand einmal da drin, dass gesagt wurde, wir zeigen mal alles, was es so an Wrestling gibt. Also High-Flying, Grappling, Ambition-Style, alles war da mit drin in diesem Match. Und es war der ja, weitere Schritt zu sagen, Robert Dreisger ist nicht mehr so der nette Kerl, sondern er macht hier richtig stumpf, wenn das nicht so läuft, wie es ihm gefällt. Er hat nämlich seine Kollegen richtig schön zur Sau gemacht während des Matches, weil die halt für ihn nicht so gearbeitet haben, wie er es wollte. Also sowohl Rotation als auch Oscar hat er sich da vorgenommen. Runyon stand so ein bisschen außen vor. Mit Oscar gab es dann auch die Auseinandersetzung. Aber Rotation hat sich auch klar gegen Robert Reisker gestellt, hat auch zwischendurch gefragt, was machst du da für einen Blödsinn? Hör auf, die Leute da zu quälen und sowas. Also eine schöne Geschichtenerzählung hier schon. Ja, und wir hatten die Überraschung, dass Peter Tihani Robert Reisker eliminiert hat in dem Match. Das war auch ganz schön. Da konnte man schon sehen, Tihani hat noch ein bisschen was mit vor. Haben wir auch später noch gemerkt. Also wirklich schön. Und für mich war hier Inner Circle der perfekte Einstieg in die gesamten Shows, weil es war klein. Es waren nicht direkt 800 Leute, es waren 100 Personen. Man konnte langsam reinkommen ins Wrestling, wieder ins Live-Wrestling und nicht direkt den großen Sprung mit zig Leuten, die man da hinter sich hat. Ja, kann ich euch empfehlen. Also wenn ihr nur ein paar Matches sehen wollt, dann Abel, Endakara und HCW Dojo gegen WXW Academy. Ganz klare Empfehlung. Ja, und dann kommen wir zum Karat. Daniel, Vorstellung. Heute ist Karat. Wie war deine Vorfreude, bevor du losgefahren bist? Also, als wir hörten, dass Biff Busick ausfällt, da war ich ein bisschen gedämpft. Da war die tatsächlich ein bisschen gebremst, weil Biff Busick ist einer meiner liebsten Wrestler, die so da rumlaufen in der Welt. Deshalb war das ein bisschen schade. Allerdings, als man dann zur Halle fährt und dann sieht, wie diese Leute da ankommen, auch schon unfassbar früh da sind, mit ihren verschiedenen Shirts, von Ringkampf bis zur Undisputed Era über die Arrows of Hungary zum Beispiel auch. Und dann hat man dieses tolle Bändchen bekommen, was ich übrigens eine super Lösung finde, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also das bitte behalten und auch übrigens bitte in dieser Qualität. Also wenn man Oh, die das, sind super, ne? Kannst mit duschen, kannst du alles mitmachen. Perfekte Bänder endlich ich mal. habe mich sehr abmühen müssen, ohne Schere diese wieder loszuwerden. So gut sind die. Also die sind, ja, und das ist wirklich toll, weil dann wird auch der Ablauf ein bisschen beschleunigt. Also man hat ja zum Beispiel auch Tweets gesehen am Wochenende, wie die Leute da, während die Show schon anfing, bei AEW noch vor der Tür Echt? gewartet haben. Oh, das ist ja Ja, mies. also Leyla Hirsch gegen Chris Statlander haben viele verpasst. Ach, schade. Und bei WXW war das diesmal überhaupt nicht so. Es lief eigentlich relativ flüssig. Und selbst an dem Tag, an dem es ein bisschen zur Zeitverzögerung kam, wusste man vorher Bescheid. Also das war alles sehr gut organisiert. Und ja, es hat einfach dieses Feeling dann nicht weiter getrübt, sondern es weiter noch beschleunigt quasi, weil man musste nicht mehr lange aushalten. Man durfte sofort rein und ja, jetzt geht's los. Und man hatte auch eben viele Leute wieder schon gesehen am Eingang, mit sich denen ein bisschen schon verquatscht. Dadurch ist die Zeit vielleicht auch noch mal ein bisschen schneller verflogen. Also da ist das Hype-Level ist bei der Hinfahrt und dann, während man vor der Tür gewartet hat, schon von einer 7 auf eine 9 gegangen. Auf jeden Fall. Ja, das ist doch schön. Und die 10 wurde dann erreicht, als man reingekommen ist und diese tolle Bühne gesehen hat. Ja, was Ja. eine Stage wieder, ne?
Wir hatten zwei Diamanten, wir hatten zwei Bildschirme und wir hatten acht, wo wir einfach überlegt haben, sind das jetzt Spiegel oder Särge? Da waren wir uns nicht so ganz einig, was es sein sollte. Es sollen wohl einfach Striche sein, die unten auslaufen. Aber tolles Setup, was auch zum Großteil über die Zeit funktioniert hat. Ich glaube, am zweiten Tag hatten wir zweimal den Windows-Sperrbildschirm, der kurz angegangen ist. Hatte ich zumindest kurz so ein Aufblinken im Augenwinkel gesehen, aber sowas passiert halt. Das ist immer eine Live-Show. Da muss man sich nichts vormachen. Aber ansonsten wirklich super. Und natürlich wieder die Musikanlage in der, muss man auch immer sagen, in der Turbinenhalle. Die ist immer gut. Was immer ein Problem ist, ja, die ist gut, die ist manchmal übersteuert, aber gut ist sie schon. Du meinst die Audioqualität, du Ja, meinst ja. nicht die Musik, die vielleicht gespielt wurde Nein, an nein, das solchen meine ich Tagen. nicht. Da kommen Okay, wir noch drauf. Da kommen wir noch drauf. Nein, nein, ich meine die Qualität gut. der Audio. Die Musik war gerade am Tag 2 eher grenzwertig zu großen Zeiten, aber am Tag 1 ganz gut. Ja, Musikanlage war okay. Schade fand ich dabei, dass die nur von vorne schallt wieder, weil wir ja einmal relativ weit hinten saßen, da kam es ja relativ leise an. Und wenn du das dann lauter machst, dann hören die Leute vorne gar nichts mehr, weil die dann direkt beschallt werden. Das funktioniert natürlich auch nicht. Die Plätze unterhalb der Tribüne waren nicht so gut. Man kann die natürlich trotzdem behalten, aber ich würde mir wünschen, dass man dann wieder diese Erhöhung nimmt, die man für die Stehplätze damals verwendet hat, weil es war wirklich so Käse, dass wir weder was vom Entrance noch vom Mad Wrestling was mitbekommen haben. Und das ist natürlich blöd. Also ich habe zum Beispiel den Entrance von Axel Tischer, den wir hatten, da habe ich den Shouter gar nicht gesehen. Den Okay. Sänger, der dazu kam. Also überhaupt nicht. Ich habe das schon geahnt, dass das stattfinden würde und hatte mich darauf gefreut. Ich meine, gehört haben wir ihn ja trotzdem, aber gesehen habe ich ihn kaum. Ich habe ihn auch auf dem Bild nicht erwischt und schade, schade, schade. Das war den Plätzen geschuldet und die hätten ein paar Zentimeter nur höher sein müssen und alles wäre gut gewesen. Ja, so eine Stufe, ne? Wäre es gewesen. Ja, genau. Gut, ich konnte es jetzt sehen. Ich bin natürlich auch ein bisschen größer, auch im Sitzen. Das ist vielleicht auch mein Vorteil dann wiederum. Aber klar, kann ich verstehen. Ist natürlich schwierig, ja. Ja, aber ansonsten, Bestuhlung war gut. Man hat relativ schnell Plätze gefunden. Ich war ein bisschen irritiert von da reserviert, da Zahlenaufkleber, bis ich dann verstanden habe, die Zahlenaufkleber sind, glaube ich, nur zum Durchzählen, wie viele Stühle da jetzt stehen. Genau, ich glaube, die sind einfach von der Turbinenhalle, diese Aufkleber, meine ich zumindest. Aber es war sehr viel Fanatics am Start, also sehr viel Support für die WXW, sehr viele Fanatics rundherum. Das war diesmal sehr, sehr viel und kam mir nie so vor, dass das mal so viele waren. Also das ist auch eine starke Sache, ne? Ja, finde ich Ja. auch. Haben sich wohl viele gedacht in der Corona-Zeit, auch wir unterstützen noch mal extra. Ich weiß gar nicht, ob das noch, ist das Programm noch komplett offen? Kann da noch jeder rein? Lange nicht mehr Das geguckt nach den Fanatics. weiß ich nicht, aber sollte es nicht so sein, dann wer Bock drauf hat und die WXW unterstützen möchte, da gibt es ein Programm, das nennt sich Fanatics und spätestens im nächsten Jahr kann man sich dafür natürlich, ich glaube, man kann sich aber jederzeit dafür anmelden. Ah, hier ist es. Ja, ein Jahr Mitgliedschaft liegt bei ca. 150 Euro, also monatlich 15 Euro, wenn man das monatlich zahlen möchte. Also im Jahr 150, wenn man es jährlich zahlt, monatlich 15 Euro, wenn man es monatlich zahlt. Ja, 20% wunderbar. Rabatt auf den WXW-Sortiment von SL Wrestling. Wo wir gerade von SL Wrestling sprechen, schönen Gruß an den Timo von SL Wrestling, mit dem habe ich mich auch sehr gut unterhalten. Auch sehr spannend mal gehört, wie denn so diese ganze Produktion abläuft, wenn man da Sachen produzieren lässt und so weiter. Sehr gutes Gespräch, hat sehr viel Freude gemacht. Und als ich beim Timo war, habe ich auch kurz mit der Christina Neuber, ich sage ihren Nachnamen immer falsch, auch kurz gesprochen, auch dann schönen Gruß. Unsere, die gute Social Media Dame von der WXW, die man ja immer rumflitzen sieht, auch eine sehr nette Person ist. Wir müssen ein bisschen mehr die Leute erwähnen, die man halt nicht im Ring sieht. Wir haben wirklich sehr viele nette Leute auch so bei der WXW. Da Und kommen wir noch persönlich sehr zu. nett. Da kommen Also wir auch noch das, zu, ja. ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Da gibt es nämlich sehr viele Namen, die Ja. es zu erwähnen gibt. Ja. Aber bevor wir jetzt weiter auf Namen gehen, gehen wir doch mal auf den ersten Karat-Tag. Wir haben Genau. angefangen, auch wieder abends. Wir haben angefangen mit den Alternate Five-Way und die WXW hatte sich ja gesagt, okay, wenn Busek nicht kommt, dann holen wir uns noch einen anderen, den wir euch präsentieren. Und zwar hatten wir jemanden dabei, den ich vorher noch nie gesehen hatte, nämlich Ninja Mac hatten wir dabei. Hast du Ninja Mac vorher schon mal gesehen? Nein, mir war Ninja Mac vollkommen unbekannt. Ich habe anfangs gedacht, als er reinkam, hübscher Schlafanzug. Das war mein erster Eindruck von seinem Outfit. Und dann hat er angefangen zu wresteln. Ich habe gedacht, okay, kann man mal machen. Also, ja, die Gier ist interessant.
sagen wir es mal so. Auch wenn man sie aus nächster Nähe sieht, die ist auf jeden Fall interessant. Ja, also ich kann ja schon mal ein bisschen, da muss ich ein bisschen schon auf den Tag 2 gehen. Wir können auch seinen ganzen Lauf mal abbilden jetzt. Genau, können wir gerne machen. Und zwar hat er ja auch den Shotgun-Titel überraschend gewonnen an Tag 2 bei der Lotterie. Ist er ja mit rausgekommen. Gegen einen kleinen Gegner. Gegen einen kleinen Gegner, genau. Er ist ja selber nicht so groß, der Ninja Mac. Und hat sich dann tatsächlich in einem Match gegen den... gegen wen war es denn noch? So viele Cruiserweighter AC Romero. Genau, AC Romero, genau. Er hatte gedacht, dass tatsächlich AC den Titel gewinnt, aber dann hat überraschend tatsächlich Ninja Mac gewonnen. Und just als das passiert ist und ich das auf Social Media geteilt habe, schickte man mir in meine Privatnachrichten GIFs und Videos, wie Ninja Mac wrestelt. Man hat es sehr gefeiert, dass Ninja Mac den Shotgun-Titel bei WXW gewonnen hat, so international. Und zwar ist er gar nicht mal so unbekannt, da er wohl, sag ich mal, nicht immer ins Schwarze trifft. Also er ist glaube ich, einer der liebsten Wrestler von Matthew. Ich habe nicht speziell mit ihm über Ninja Mac gesprochen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil Ninja Mac ist sehr waghalsig unterwegs und manchmal vielleicht so waghalsig, dass ihm gar nicht interessiert, ob er seinen Gegner jetzt trifft oder nicht. Das nimmt er dann einfach mal im Kauf. Und das haben wir auch eben gesehen, eben in seiner Titelverteidigung beim Tag 3, wo er sich vom Balkon gestürzt hat. Ich würde sagen, es war der höchste Dive in der WXW-Geschichte. Man möge mich korrigieren. Es war auf jeden Fall höher als das von Icarus, was wir gesehen haben. Ist der Balkon auf der Seite höher? Der ist jetzt, glaube ich, höher, als er früher war. Nach dem Neubau, ne? Das ist ja neu gebaut wurde. Und wir haben das, weil wir hatten ja diese Sitzplätze da. War das an? Doch, das war auch Tag trotzdem. Da saß man ein bisschen näher dran, ne? Das ist ein bisschen näher dran, aber trotz dessen war das nicht zu sehen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, das ist Barisch, einer der Kameraleute, der wie vom Blitz getroffen die Ränge hochrannte und da dachte ich, oh, es passiert irgendwas auf dem Balkon. Habe meinen Blick drauf gerichtet und mit meinen Augen so alles abgefahren, habe aber nichts wahrgenommen, bis ich auf einmal einen roten Kopf gesehen habe, der sich dann auf einmal da hervorreckte. Ja. Und dann fiel jemand weit von oben. Und und der Marcel, mit dem wir auch zwischendurch da waren, der Marcel Dura, der war genau an dieser Stelle und hat ja auf Social Media auch geteilt, was da so passiert ist. Er ist wirklich in die Schüler reingefallen. Und also das ist schon heftig. Da hat jemand gar keine Angst. Ich hatte schon wieder Bauchschmerzen, als ich es gesehen habe. Das ist ja mein übliches Problem, wenn es irgendwelche hohen Sprünge gibt, dass ich dann schon wieder mich hier schon wieder alles verkrampft und ich wieder Sorge um die Leute habe. Aber es ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen. Was ich gelesen habe, ist, dass der Typ nicht nur waghalsig, sondern auch humorvoll ist. Und in der Zeit, wo er da rausgekrabbelt ist, den Leuten die Schnürsenkel aufgemacht hat, die da saßen. Haben wir auch auf Twitter gelesen. Okay, das finde ich sehr kreativ und sehr gut. Also ja. Ein sehr humorvoller Mensch wohl. Ja. Ja, und er hat seinen Titel dann in dem Match wieder abgegeben. An wen verraten wir noch nicht, da kommen wir am Ende drauf, weil das ist nämlich auch einer der großen Gewinner und einer der größten Freuden, die uns gemacht wurden während des Wochenendes. Und da gab es nicht so wenige von. Lass uns mal eben den ersten Tag durchgehen. Wir haben das Alternate Five-Way, was dann Hector gewonnen hat. Hector, der dann damit für gegebenenfalls jemand verletzen einspringen wird. Und ja, leider war es dann so, dass wirklich jemand verletzt hat. Und nicht leider, weil dann Hector reinkam, sondern weil wir natürlich nicht wollen, dass jemand verletzt in so einem Turnier. Ne? Das ist ja das, was wir eigentlich auf gar keinen Fall wollen. Aber dieses Turnier war auch wieder so ein bisschen geprägt davon, dass im Voraus Leute ausfallen, dass es Verletzungen gibt und so weiter. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es davon geprägt war. Es gab halt so ein paar Ausfälle hier und da. Geprägt hört sich nach Tag Team Festival an und das war es nicht. Stimmt, das war deutlich mehr. Ja, genau. Und der Umgang mit diesen Ausfällen von der WXW war man muss sich eben immer noch vor Augen führen, dass es gerade nicht so einfach ist, vor allen Dingen so kurzfristig zu sagen, komm mal für 3 oder 4 Tage rüber und wrestle mal für uns. Das ist schwierig. Ich finde aber, zwar also im Vorfeld war das nicht so, war ich noch ein bisschen skeptisch mit dem Ersatz, aber vor Ort, während der Show, war das eigentlich verflogen, weil die Performance war einfach da. Ja, das stimmt. Ja, und da kommen wir später auch drauf, was denn der Ersatz war. Wir haben auf jeden Fall, wir starten dann das Karat, die erste Runde, mit dem Match Robert Reiss gegen Fuminori Abe. Fuminori Abe, glaube ich, auch eines der Highlights aus diesem
parat, jemand, der so richtig Spaß gemacht hat. Batsch, 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 ja. batsch. Und der hat auch Batsch, batsch verteilt. Und das in feinster Güte. Und ich hatte, glaube ich, mindestens so viel Kopfschmerz wie die anderen, weil ich immer mitgelitten habe, wenn der wieder seine Kopfnüsse verteilt hat. Das war richtig fies. Und auch richtig fies, ja, wie soll ich sagen, es hat nicht geklatscht. Geknallt. Ja, es hat geknallt, wirklich. geknallt, gescheppert. Es war ein dumpfer Aufprall, mehrfach. Aber er hat es gesteigert übers Wochenende. Ja, das ja. stimmt. Das ist schon richtig fies, aber... Ja, wie fandest du denn dieses Match als Einstieg ins Karat? Ich habe eigentlich immer so dieses irgendwas Schnelles, was Schwungvolles am Anfang. Jetzt hat man ja wirklich, ja, wie man immer so schön sagt, auf die Fresse. Ja, auf die Fresse war sehr beliebt, auch das ganze Wochenende. Und ganz, ganz stark war einfach direkt der erste Auftritt von Fuminori Abe. Also man denkt natürlich, also Fuminori Abe ist nicht so der Größte. Und Robert Dreisgau ist natürlich eine Erscheinung. Und die Kombination, da denkt man sich so, jetzt verprügelt der Große den Kleinen. Oder wir haben eben das, was wir sonst so kennen, von Walter gegen Tyler Bate, so eine Geschichte. Aber das war anders. Und zwar war es eigentlich so, als wäre Fuminori Abe weder beeindruckt, noch würde er irgendwas Robert Dreisgau in Kraft und Energie ja irgendwie nachsetzen. Oder er würde, ja, es war quasi, als wären die beiden da auf einem Level. Ja. Als wäre Fuminori Abe auch so groß und schwer und muskulös wie Robert Dreisgau. Das war ganz, ganz, ganz interessant zu sehen. Hat halt eben diesen japanischen Strong-Style kombiniert mit so ein bisschen Spaß und Fun gewrestelt. Und hat halt diesen Move, diese Faustschlag, geh ins Gesicht, das war so sein Signature-Move, mit dem hat er Robert schon echt zu schaffen gemacht. Ja, das war ja so ein, es gab mal irgendjemand, der hatte das ist wie so ein Baseball, wie jemand, der beim Baseballwurf ausholt, ne? Heißt das nicht auch so? Gibt es da nicht einen Namen für? Den hatte mal irgendjemand, ich glaube, bei NXT mal als Finisher. Ja, das war Noé José. Ah, genau, der war's. Bei ihm war es aber nicht so glaubwürdig. Ja, der Experte der Random Facts bin ich manchmal. Diese komischen Sachen, die merke ich mir dann alle. Ja. Aber wer gegen Ninja Mac gewrestelt hat bei Tag 3, das ist jetzt schon wieder gelöscht. Ja, sowas aber auch. Ja. Nee, aber Robert Dreisgau hat dann gewonnen, ist dann halt weitergezogen ins, also in Runde 2 ins Viertelfinale. Zweites Match, Cara Noir gegen Vincent Heisenberg. Da war uns, glaube ich, alle klar, dass Cara Noir gewinnt und das ist auch passiert. Aber trotzdem finde ich es schön, dass Heisenberg hier die Chance gekriegt hat. Und ich muss sagen, Heisenberg gehört zu den wenigen Menschen, die wir ja bis jetzt immer nur im Fernsehen quasi gesehen haben, selten auf der Bühne. Und der wirkt wirklich mal, wenn der live vor einem steht, genauso groß, wie er im Video wirkt. Viele andere wirken auf mich immer, da ich ja relativ groß bin, etwas kleiner, als wenn ich sie auf Video sehe. Aber Heisenberg ist halt eine Erscheinung, oder? Heisenberg ist eine Entscheidung und er steht natürlich auch ja, wie so eine Wand vor jemandem wie Fuminori Abe oder auch insgesamt vor den Leuten. Und er ist absolut monströs. Ja. Ein besseres Wort gibt es nicht. Und genauso hat er sich auch im Verlauf des Turniers verhalten. Also es ist ja einfach so ein bisschen die Geschichte des Robert Dreisgau, dass er zwar immer relativ weit kommt, aber am Ende dann doch scheitert. Er war so oft schon im Halbfinale und er wrestelt auch sehr dominant immer, aber dann reicht es halt doch nicht. Und ist diesmal, von Heisenberg zu Dreisgau gewechselt. Was ist mit dir los heute? Heiß ich Heisenberg gesagt? Ja. Oh, wir hatten gerade über Heisenberg gesprochen, du hast Heisenberg gesagt und über Dreisgau gesprochen. Ich meinte Dreisgau natürlich. Ich bekomme gerade sehr viele Nachrichten, denn wir haben jetzt Punkt 18 Uhr und der Ticketverkauf ist losgegangen. Stimmt, ja, dann gucken wir nach deinen Tickets, bisschen, ganz wichtig. Genau, aber wir führen den Gedanken noch eben zu Ende. Ja. Und zwar, Robert Dreisgau hatte hier die Mission, das selbstgesteckte Ziel, erstens, endlich Karat gewinnen, zweitens, die Integrität der WXW Academy aufrechterhalten, zur Not macht er erst alleine im Alleingang. Und das geht natürlich am besten, indem man Europas größtes Wrestling-Turnier gewinnt. Und diese Mission hat er sich eben vorgenommen und dann hat er in 8 Minuten, fast 9, hat er Fuminori Abe, trotz dass er unfassbar harte Schläge eingesteckt hat, ja, im Endeffekt zerpflückt und den Sieg eingefahren. Ja, das hat er gemacht. Das war halt auch
Es war ein interessanter Auftakt. Wie gesagt, ich habe so ein Match jetzt nicht erwartet. Und ja, es war gut. Aber ich war ja schon eins weiter gesprungen. Guck du jetzt mal nach deinen Tickets. Red mal so ein bisschen über Ja. die Karte vom ersten Tag. Dann frage ich dich danach nochmal. Ja, Karanoa, Vince Seisenberg, Karanoa hat dann mit einem, ob der ist vom Seil gesprungen in seinen Sleeper, hat ihn damit ausgenockt. Dass das auf Karanoa ja so kennt. Der hat also erst ein bisschen eingesteckt, hat ihn dann ausgenockt. Ist natürlich, wie wir es erwartet haben, eine Runde weitergekommen. Und dann sind wir auch in das nächste Match gekommen. Das war eigentlich so das Match, was ich als Opener erwartet habe, nämlich Peter Tihany gegen Aigle Blanc. Und das war für mich eins der besten Matches des ersten Tages. Denn die beiden haben uns wieder gezeigt, dass auch High Flying Wrestling Spaß machen kann. Und da ist sogar selbst der Daniel sitzen geblieben, der ja eigentlich gerne mal diese Lucha High Flying Matches als Pinkelpause einplant. Ja, nein, das so ist es natürlich nicht. Also so extrem ist es natürlich nicht. Auch hier hat Spaß, du. Kein Problem. Ja, aber die beiden haben gut abgeliefert. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Die haben auch nicht nur Highfly gemacht. Die haben sehr, sehr mit Groundwork angefangen und sind dann halt irgendwann immer schneller geworden. Und war schön gemacht, hat Spaß gemacht. Und die haben auch, ich glaube, das längste Erstrundenmatch gehabt, oder? Nee, stimmt nicht. Das zweitlängste. Zweitlängste Erstrundenmatch. Das längste war natürlich der Main Event. Aber es war das zweitlängste Erstrundenmatch mit 13 Minuten. Wir hatten sowieso relativ kurze Erstrundenmatches. Also wir haben drei, die über 10 Minuten waren. Ne, vier über 10 Minuten, die anderen waren alle kürzer. Aber die beiden haben uns wirklich was Schickes dahin geliefert. Und ja, wir hatten da einiges an Spaß dran. Wir gehen gleich nochmal, Daniel, du kannst gleich nochmal sagen, was für deine Matches waren. Ich gehe mal eben die Cards ein bisschen durch. Genau. Nächstes Match war dann der Auftritt von Lufisto gegen Dennis Dulnik. Und da muss man wieder sagen, vielen Dank an Dennis Dulnik für das, wie er das Ganze wieder verkauft hat, der erst Lufisto nicht so ganz ernst nehmen wollte und dann von ihr so richtig schön zerpflückt wurde, aber sich auch genauso dagegen gestellt hat. Das heißt, es gab hier ganz klares Intergender Wrestling, wo aber nicht mit angezogener Handbremse gewrestelt wurde, sondern wo es wirklich richtig harte Schläge, Radtritte, harte Würfe gab. Also nicht, dass man das Gefühl hätte, das würde hier irgendwie abgeschwächt werden. Und das ist halt der Punkt, wo Intergender Wrestling dann auch funktioniert. Wenn es auch so gezeigt wird, wie das normale Wrestling, in Anführungsstrichen, ja. Und hier konnte sich Lufisto dann am Ende durchsetzen gegen Dulnik. Ja, dann haben wir den Ersatz für den guten Biff Busick. Wir hatten das Match zwischen Michael Knight und dem Ersatzmann Marius Alani. Marius Alani ist wieder da. Marius Alani war hier in der ersten Runde als Ersatz von Biff Busick, wurde auch angekündigt für den Superfight gegen Fast Hermudo am nächsten Tag. Und ist dann hier gegen Michael Knight angetreten. Ein Match, das ich gar nicht schlecht fand. Das hatte, glaube ich, wieder das Problem, dass es jetzt nach zwei, dass die Sorge, die ich bei Michael Knight öfter habe, dass der immer in so Positionen kommt, wo gerade vorher so irgendwelche besonderen Matches waren. Also einmal das Intergender-Match, einmal das High-Flying-Match. Und dass da die Fans da schon wieder so ein bisschen müde waren, weil es war schon wieder relativ lang. Ich weiß gar nicht, hatten wir da schon die Pause oder kamen die danach? Weiß ich gar nicht mehr. War die Pause oder ob die davor war, bin mir nicht ganz sicher, weil es verschwimmt wirklich alles im Moment. Ja, und da haben die beiden eigentlich wirklich eine feine Partie Wrestling aufs Parkett gezaubert. Gut miteinander gearbeitet. Und am Ende durfte sogar Marius Alani gewinnen. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet als Ersatz, obwohl Daniel hat mich aufgeklärt. Der Ersatz gewinnt immer. Das heißt, da musste man erwarten, dass er das Ganze sogar gewinnt. Ne? Du hast ja gesagt, der Ersatz gewinnt immer. Wenn er denn kommt. Ja, das ist die ungeschriebene Regel des Wrestlings, the replacement always wins. Das gilt promotionübergreifend und weltweit und auch schon seit Jahren. Der Ersatz gewinnt immer und deshalb hat Marius Ani natürlich hier gewonnen, was natürlich aber im Herzen natürlich bei mir sehr schmerzt, weil ich natürlich Michael Knight als Sieger des Karats gesehen habe. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Aber es ist was Besseres passiert, vielleicht sogar. Und deshalb, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber dafür war natürlich notwendig, dass er die Runde 1 nicht übersteht. Ja, richtig. Nächstes Match. Maggot hatte die Aufgabe, wie Dennis Dulnik kreativ zu sterben gegen AC Romero. Hat das auch lange Zeit getan, hatte dann das Glück, dass Allison Romero kurz abgelenkt hat, aber es gab keinen direkten Eingriff, sondern nur eine Ablenkung. Und dass er dann nicht durch irgendeinen Cheap Shot oder sonst was gewonnen hat, sondern durch einen Ace Crusher war es, glaube ich, ne? Und dann den Pin geholt hat. Also bis drei. Ja, also Ace Crusher, Cutter, wie Hatte, man wie auch immer, ne? RKO, also Irgendwie sowas.
Ich würde sagen, es war ein Cutter, weil Ace Crusher, dann müsste er lange blonde Haare haben und ja, Ja, und gut. mittlerweile die dafür zuständig sein, dass Massen an Leuten ihren Druck verlieren. Nee, deshalb lagen wir lieber Cutter. Und auch wieder, ist auch wieder recht, ja. Gut, dann einen Cutter und hat dann halt wirklich den Pin bis 3 geschafft, wobei Romero ja nicht so sicher war, ob es wirklich bis 3 war. Aber Maggot hier im Grunde bis auf die kleine Ablenkung fair durchgekommen. Und das war schon eine Überraschung, weil ich gedacht habe, ja, Maggot, der macht jetzt hier den Heal und der cheatet sich von Runde zu Runde. Aber das war nicht so. Das lag vielleicht auch dran, dass Maggot an dem Abend, glaube ich, mit am stärksten angefeuert wurde, oder? Also, erstmal muss ich noch einmal kurz sagen, wegen der kurzen Unterbrechung und Ablenkung, könnt Tickets kaufen bei eventteam.de. Und zwar für 16 Karat Gold. Da gibt es verschiedene Pässe, je nachdem, wie ihr Zeit habt und Wrestling überstehen könnt. Ne? Ja, Energie ist auch ein ganz wichtiger Energie, Punkt, ja. genau. Jetzt auf jeden Fall verfügbar. Und ja, ich bin auf jeden Fall, habe mir jetzt für das Festival Ticket oder den Festival Pass für das ganze Wochenende besorgt. Hast du wieder, So. welche Reihe hast du denn gewählt? Oder Ja, ist wieder Stehplatz? vier und fünf. Es gab Fünf. keine Stehplätze und es gab auch kein Abreihe 6 für Festival-Owner. Ah, Das okay. nur für Turnierleute, also Leute, die nur an den Abendveranstaltungen kommen, gab es Reihe 6 Plätze. Und deshalb habe ich mir das jetzt so zurechtgelegt. Okay, ja, sehr Ist auch schön. einfacher als in, sag ich mal, in vergangenen Jahren. Dieses Jahr war es jetzt auch schon so, aber in den Jahren davor musste man sich ja teilweise dann auch Events zusammensuchen. Da war die Aftershow-Party nicht mit drin und so. Ich meine, deshalb ist das super, wenn man dann ein Ticket hat, wo einfach alles mit drin ist und gut ist. Ja, das stimmt. Wenn man es Ja. wirklich packt, weil ich weiß genau, ich habe es jetzt dieses Jahr wieder gemerkt, ob ich das packe, alle Shows, also ich hätte die Shows, die ihr noch gemacht habt, hätte ich nicht geschafft. Dann wäre ich, glaube ich, Sonntag nicht mehr aufgetaucht. Also deswegen war es für mich ganz gut, dass ich wirklich nur die Abenden, Ambition und halt in der Circle hatte. Wenn jetzt die WXW verkünden sollte, dass es doch wieder Stehplätze gibt, weil es einfach machbar ist und weil es auch sicher ist, das zu tun, und dann müsste ich mal schauen, ob man die Tickets nicht nochmal abändern könnte. Ich weiß nicht, ob ich dann jede Veranstaltung stehen möchte, aber vielleicht die Abendveranstaltung, weil die bieten halt den entscheidenden Vorteil, dass man sich gerade dahin stellen kann, wo es am besten ist, wo man gerade Blick hat oder wo man sich mit Leuten zusammen unterhalten kann. Und dann kann man auch während einer Pause mal relativ einfach seinen Standort wechseln. Und das ist eben der Vorteil dieser Stehplätze. Man ist einfach ein bisschen freier und man ist auch vielleicht ein bisschen näher an der Action, wenn man möchte. Ja gut, das stimmt. Ich habe einen Genau. Sitzplatz zwei, Reihe 2 und 3 für meine Frau und mich gekauft. Mal gucken. Das sind dann die Reihen, wo uns dann Leute wie Robert Dreisgau und Co. um die Ohren fliegen können. Gucken wir mal. Genau. Die Frage ist natürlich auch jetzt, um zum Thema Maggot zurückzukommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die WXW sehr, sehr gut im Vorfeld schon abschätzen konnte, wie gewisse Leute angenommen werden. Und Aber ich fand das eigentlich bei Maggot total schwierig zu sagen. Aber man hat halt überlegt, wer könnte zu den Favoriten gehören, der Fans, nicht Siegerfavoriten, aber der Fans. Und ich glaube, seit Back to the Roots ist Maggot einfach in den Augen vieler ganz anders positioniert, ist nach oben gegangen in den Köpfen. Und die Leute wollen einfach jemanden auch aus der Region oder ja, aus der Region, aus Ostdeutschland sehen, der mal wieder einen Sprung nach vorne macht. Und wenn ich mir die Card oder das Roster bei der WXW angucke und schaue, Leute wie die Vanya, die sind schon in dieser Richtung. genau. Und aber jetzt in der nächsten, ja, im nächsten Card-Bereich, in der Mid-Card, wie man so schön sagt, da ist Maggot gerade, der eigentlich weiter nach oben gehen könnte. Ja, hast recht. Und der auch im Singles-Bereich ja noch gar nichts gewonnen hatte zu diesem Zeitpunkt. Und deshalb bin ich da sehr, sehr froh, dass das tatsächlich aufgegangen ist und er hier auch eine Runde weitergekommen ist. Ja, es war auch total verdient und hat auch Spaß gemacht. Und ja, und dann hatten wir noch am Abend noch zwei Matches. Wir gehen die einmal durch, dann darfst du danach mal sagen, was so deine Lieblinge waren. Wir hatten noch Shigeo Irie gegen Sansa Volto. Das war so ein Match, worauf ich mich sehr gefreut habe. Das Gefühl, was ich am Anfang hatte, ich glaube, Irie brauchte am Anfang so 5 Minuten, um reinzukommen. Ich glaube, der ist sehr stark gerade den japanischen Stil gewöhnt und der europäische Stil war für ihn erstmal wieder eine leichte Umstellung, hatte ich das Gefühl. Aber wenn er da drin war, dann lief das Match auch. Er braucht nur in jedem Match am Anfang seine 5 Minuten, um einmal reinzustarten. Und wenn er dann einmal den Rhythmus hatte, dann war er auch mit den anderen wieder synchron und dann passte das auch wieder gut. Und deswegen hat man da auch ein schönes, fast 13-minütiges Match, was Irie gewinnen konnte. Auch da war für mich sehr klar, dass Irie weiterkommt, weil eigentlich ist Irie ja einer,
der so dauerhaft WXW ist, obwohl er eigentlich nicht dauerhaft da ist, aber der gehört eigentlich zur WXW, ne? Ja, es ist wirklich so eine kleine Erfolgsstory, wie er einfach eines Tages vor der Tür stand. Er wurde vor der Haustür der WXW abgelegt und es wurde gesagt, es lag ein Brief bei, wo sagte ich, auf die Fresse. Und ja, dann so ging es dann weiter und er wurde, ist glaube ich, von allen Fly-Ins, die regelmäßig da waren, ist er so einer, der am besten angenommen worden ist. Und ich finde es auch schon, dass er immer noch das gleiche Lächeln auf dem Gesicht hat und den gleichen Spaß mitbringt. Und ja, mit ihm gibt es auf jeden Fall auf die Fresse. Ich freue mich, dass er da ist. Und ich weiß, es ist schwierig, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn er öfter da ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass Irie sich abnutzen könnte. Nee, ich glaube auch nicht. Und niemand sagt so schön auf die Fresse wie Irie. Niemand, nein. Ja, und dann hatten wir den Main Event und der hat den Namen auch verdient. Er hat einen Jonathan Gresham gegen Bobby Ganz. Ja, und ich glaube, eine schönere Form des Wrestling, Pure Wrestling, Chain Wrestling, was auch immer man haben will, kann man nicht haben, als sie am ersten Tag vom Karat im Main Event gekriegt haben. Über 20 Minuten Jonathan Gresham gegen Bobby Ganz. Und wir hatten in der Preview gesagt, wer das Match gewinnt, gewinnt das Karat. Aber so falsch sollten wir nicht liegen mit dem, was wir da gesagt haben. Ausnahmsweise mal. Ja. Ja, Jonathan Gresham hat gewonnen gegen Bobby Ganz. War es für dich erstmal eine Überraschung, dass Gresham hier gewinnt? Ist natürlich schwer vorzustellen, dass Jonathan Gresham in der ersten Runde rausfliegt. Mhm. Das ist natürlich echt. Und ja, aber auch hier bei diesem Match, für Bobby Ganz gab es etwas Besseres zu tun. Oder was heißt Besseres? Anderes. Es gab anderes zu tun und in seiner Hinsicht sogar doppelt. Und das hat auch wirklich was gebracht. Hatte auch im Gefühl, sollte Bobby Ganz hier verlieren, dann gewinnt er nachher das Ambition. Das ist dann passiert. Und ist auch eine gute Sache. Ja, und ja, also die beiden waren, ist halt so, ist einfach so, die beiden größten Stars des gesamten Turniers. Mhm. Und die dann direkt gegeneinander zu stellen, sorgt natürlich auch für ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit haben sie bekommen. Und sie haben damit einiges angestellt und ein wirklich fantastisches Match abgeliefert. So gut, dass ich davon gerne nochmal ein Rückmatch hätte. Ja. Mal sehen, wann das kommt. Schade, dass wir auch Busick gegen Gresham nicht kriegen konnten, weil er nicht da war. Das hätte ich auch noch gerne gesehen. Also bei Busick hätte ich mir ja dann gewünscht, dass er gegen jeden im Turnier mal einmal wrestelt. Ja. Eigentlich schon, ne? Aber bitte nicht im Catch Grand Prix Stil, sondern einfach nur so. Genau, richtig. Ja, richtig, ganz ohne normal. Karten, bitte. Ohne ja. Karten. Auf jeden Fall. Gut, damit hätten wir den ersten Tag abgeschlossen. Was waren denn so deine zwei Matches des Abends? Ja, auf jeden Fall der Main Event. Und ich fand aber auch Lufisto gegen Dulnik, fand ich super. Robert Dreisker gegen Abi war auch cool, aber in Erinnerung geblieben sind der Main Event und Lufisto gegen Dulnik. Ja, warum nicht? Dann führt uns doch mal durch WXW Now and Friends. Was hatten wir da Schönes? Also, Martinet-Event hört sich so nach was Kleinem an oder was sag ich mal, in Anführungsstrichen unbedeutenderem als Main Event oder Hauptveranstaltung. Aber diese Show, die war eine richtig geniale, coole Wrestling-Show. Wir hatten Titelmatches, wir hatten neue Gesichter, wir hatten Leute, die richtig hart geworkt haben, wir hatten Spaß, wir hatten Action. Das war wirklich wir hatten ja jetzt diese Historie mit Wrestling Deutschland und dann dem Showcase vom letzten Mal. Das war bis jetzt das Beste von diesen Events, mit Abstand aber auch. Und das nicht nur, aber auch, ich muss sagen, vor allem liegt es an den ungarischen Leuten, weil die haben wirklich richtig was gegeben und jemanden aus Kanada, den ich direkt positiv erwähnen muss am Anfang, weil er auch das Eröffnungsmatch hatte. Sein Name lautet Psycho Mike und meine Güte, bitte, liebe WXW, Psycho Mike muss nochmal wiederkommen. Psycho Mike werde ich nie mehr vergessen. Irgendjemanden vergleichen, den man so von größeren Western kennt? Mit Matthew haben wir gemutmaßt, er ist eine Mischung aus EC3 und dem Großen von den Oddities. Also Giant Silver hieß er, glaube ich. Oder der so. Auch in vielen Filmen mitgespielt hat. Kurgen oder ja, sowas genau. Ähnliches, genau. Und also
absolut fantastischer Typ. Und er hat gegen Vaughn Vertigo gewrestelt, der nicht minder fantastisch ist, weil er eben das alles mit sich gemacht hat. Und zwar Psycho Mike. Erstmal hat er irgendwas, sieht er, was wir nicht sehen. Irgendwo 20 Meter neben der Hardcam befindet sich irgendeine Stelle in der Turbinenhalle, die er irgendwie interessant findet. Da starrt er nämlich immer hin. Und dann hat er sehr eine kindliche Freude an dem Bodyslam. Er möchte unbedingt einen Bodyslam zeigen und er möchte auch, dass die Fans mitmachen. Er sagt dann, okay, und dann wartet er darauf, dass die Fans Bodyslam rufen und dann zeigt er ihnen und er erklärt auch gerne, er ist auch so, liebt die Regeln so sehr, dass er auch gerne mit dem Ringrichter nochmal kurz durchspricht, aber dann auch in einem vernünftigen Ton, ganz komisch. Also er wechselt dann auf dieses, von diesem nicht ganz bei sich sein, auf jeden Fall auf jemanden, der auf einmal fokussiert ist und dann sagt, so mal, die Regeln, die sehen so und so aus und das darf ich und das darf ich nicht. Und dann will er das mit dem Ringrichter besprechen und er sagt dann zu Vaughn Vertigo, so einen Moment bitte, ich muss das jetzt hier mal kurz klären. Also unglaublich unterhaltsames Match. Gut. Und er ist einfach überall im Ring und ich habe nichts Unsauberes von ihm gesehen. Es war alles so crisp auch von ihm und er war einfach total lustig und unterhaltsam und Charisma hat der Typ auch ohne Ende. Und ja, auch Vaughn Vertigo mit seinen langen Haaren und seinem ja, unkonventionellen Kleidungsstil war total super, der das alles so mit sich gemacht hat. Und die beiden waren dann am Ende auch wieder beste Freunde, ne? Also das war wirklich toll. Also Psycho Mike, der das Match ja dann auch gewonnen hat, 10 Daumen nach oben. Also ich kann nicht genug bekommen von ihm. Also der kommt ja nochmal später, da reden wir dann noch drüber. Danach gab es ein überraschendes Match und zwar ein Academy-Trophy-Match. Und ich kann mich nicht erinnern, dass bei einer Main-Show der WXW, also außerhalb einer Academy-Show, dass schon mal diese Trophäe auf dem Spiel stand. Und es war Golden Boy Santos, dessen Zeit, sag ich mal, mit Siegen so ein bisschen dem Ende entgegengeht. Und er traf gegen quasi das neue Spielzeug der WXW Academy, Oscar, wo man echt sagen muss, der Entrance ist ja schon stark. Also immer, wenn der Ton ausgeht, dann einfach schön mal laut mitschreien. Ich denke, das kann man auch schön mithören auf WXW Now. Mit Sicherheit. Das Match war ganz cool. Das war richtig interessant. Und am Ende war es eben so, dass Oscar tatsächlich die Trophäe gewonnen hat von Golden Boy Santos. Deshalb kam er dann auch später nicht mehr damit raus. War ja schon quasi so ein Bild, an das man sich gewöhnt hat, dass Golden Boy Santos diese Trophäe hat. Aber anscheinend ist Golden Boy Santos gerade auf einer Niederlagenserie, ja. So ein bisschen zumindest, und kommt nicht dahin, wo er eigentlich mal war. Ich fand seine Performance in Borken letztes Jahr echt stark, aber anscheinend hat er irgendwelche Sachen, wo er gerade nicht weiterkommt und wir haben jemanden mit Oscar, der so ihn gerade ein bisschen überholt. Ja, cool. Und hätte ich auch nicht gedacht. Was ich übrigens auch cool finde, ich habe Oscar tatsächlich auch nicht erwischt am Wochenende, aber ich finde die Tattoos auf seinem Arm sehr, sehr spannend. Und zwar sind das die vom Herr der Elemente, Avatar. Also die Elemente einfach, die Symbole davon. Okay. Feuer, Wasser, Luft und ja, Erde. Vielleicht. Ja, genau. Ahnung, ich frage dafür. Das ist cool. Ja, das solltest du dir unbedingt ansehen. Es sind auch gar nicht so viele Folgen wie andere Serien. Deshalb Es sind ja quasi 4 Staffeln für jedes Element eine. Mal und, kurz für euch zur Erklärung. Daniel spricht darauf an, weil mir wieder nahegelegt wurde, ich müsste Dragon Ball gucken. Da habe ich der entsprechende Person gesagt, ich muss mir erstmal erklären, warum. Das werden wir mal innerhalb des nächsten Monats wahrscheinlich einen Podcast machen, dass sie mir mal erklären soll, warum soll ich denn Dragon Ball gucken? Weil für mich, glaube ich, bin ein bisschen zu alt gewesen, als Dragon Ball gestartet ist in Deutschland. Deswegen ist es bei mir nicht so angekommen. Aber auf jeden Fall macht das den Oscar noch etwas mehr sympathisch, weil er eben so ein bisschen was gut findet, was ich auch damals gut fand. Zumindest also die Originalstaffeln, die 4. Was danach kam, war nicht mehr so gut, muss ich sagen. Das kann der Oscar ja dann vielleicht nochmal später irgendwo erörtern, wie er dann die neueren Staffeln findet, die danach so nachgeschoben worden sind. Und danach kam wieder ein Highlight und zwar ging es um die vakantierten Bodyzoy Tag Team Championships. Da kamen, muss ich mal einmal lesen, einmal war das nämlich Rivality,
Das war ein sehr Oddball-Tech-Team, würde ich sagen. Da war jemand dabei, das war nämlich Ultima Sombra, der maskiert war. Ich glaube, der ist auch schon mal für die WXW angetreten. Und MBM. Und die beiden sind angetreten gegen Asterix und Obelix. Les Enfants Terribles, Jos Bonzon und Gustave Lebrun. Und ja, so ein Mix aus den Wort Villains und Asterix und Obelix. Okay. Ja, also wirklich, aber auch alle vier unglaublich gut, unglaublich unterhaltsam. Und es war einfach schön, wie zum Hottech hingearbeitet wurde. Und George Bazin, der etwas größere und schwere der beiden, rief immer nur: Gustav! 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 Das war sehr, sehr schön. Auch schön. Und die haben sehr, also diese Erscheinung mit den Schnäuzern auch, die so gedreht waren und so, die beiden sehr schön. Die waren ja auch den Rest des Abends auch noch unterwegs oder auch des Wochenendes. Die waren am Sonntag auch noch unterwegs zwischen den Fans. Die beiden die sind mir auch in Erinnerung geblieben. Die waren schon sehr toll. Schnäuzer sieht man unter der Maske leider nicht. Zur Erklärung, Bodyzoy ist aus Belgien und das war schon echt Stereotype, die beiden, aber so Stereotype aus den 20er Jahren. Okay. Also wirklich, aber wirklich toll. Wirklich kann man toll. Mal machen, warum nicht? Und dann, danach gab es einen Three-Way Dance und zwar war das Ricky Salem, Christianum La Surrealiste und Thiago Montero. Das sind die. Sind die Leute aus, lass mich nicht APC lieben. Ist das, ne? APC aus Frankreich, genau. Und zwar ist Salem, wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch der... Salem heißt der Gute. Salem, genau. Mhm. La Vision ist er ja auch. Er kommt also mit einer Glaskugel zum Ring, die so ein bisschen an das Vergissmeinnicht aus Harry Potter erinnert, das Neville Longbottom erhält. Das ist eine kleine Glaskugel, die dann sich rot färbt. Das ist wirklich, weil es ist nicht groß genug für eine Wahrsagerkugel. Mhm, stimmt. Und es ist ja auch nicht rot, deshalb kann es auch nicht die Kugel von Vox sein. Also ist es... Ist auch zu klein für ein Palantir aus Herr der Ringe, ich weiß, das sind so viele Vergleiche. Ja, aber genau, aber es ist, wir sind ja der Nerd-Podcast, nicht? Da ja, muss man richtig, ja auch immer mit bedenken. und diese kleine Kugel fand ich aber schon interessant, auch mit dem Umhang, den er bei sich trug. Und ein interessanter Wrestler, der am Ende das Match dann auch gewonnen hat. Also er beherrscht im Ring einiges. Und ich glaube, da sollte man nochmal gucken, ob man Salem nicht auch nochmal wieder einsetzt. Mhm. Also sehr, sehr interessanter Kerl. Ist bei Passion Pro einige Male angetreten. Der hat mir sehr gut gefallen. Also Leute, wenn ihr Passion Pro sehen wollt, guckt mal auf deren YouTube-Kanal. Da kann man einiges von denen sehen. Und genau, sich da mal reinzugucken. Passion Pro kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Und zwar haben wir jetzt danach noch gehabt Emeritus gegen Carlos Zamora. Das war die Body Slam. Das war Body Slam, genau, aus Dänemark. Dänemark, genau. Haben auch sehr viel gezeigt. Wie viele Minuten waren es denn? Es steht ja gar nicht dabei bei Cage Match. Nee. Das muss man ja nochmal nachbessern. Aber es war auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Match auch. Ich muss sagen, Carlos. Ich glaube, es war Carlos von den beiden. Lass mich mal eben noch ein Bild dazu suchen. Ich kenne jetzt beide nicht. Ich weiß, dass im Match eigentlich Emeritus, glaube ich, gegen Alice Inc. antreten sollte, genau, die leider wegen der Corona-Infektion ausgefallen ist. Aber da kann man auch in Warnung gehen. Sanfter Verlauf, hat sie auch geschrieben. Also auch nicht so schlimm. Aber sie konnte leider nicht antreten. Auf jeden Fall Emeritus, auch maskiert unterwegs. Sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Erinnert so ein bisschen an Delirius für mich. Von Ringer Vorhinein, meinst du? Genau, genau. Chef, also der ehemaligen Chef. Chef Booker. Genau. Aber auch wirklich interessant. Und danach, das Match danach, das war zusammen mit dem Opener und dem Bodyzoy Tag Team Match so das beste Match, fand ich. Mhm. Das waren nämlich die Gulasch-Brüder gegen Maverick und Tamas Chumbo. Also das war jetzt hier Passion Pro Wrestling. Und also wenn wir schon beim Thema sind, Passion Pro scheint unglaublich gut zu sein. Ja. Man hat viele Leute gesehen, man hat großes Lob, also wirklich sehr großes Lob gehört aus allen Richtungen. Und ich muss auch sagen, die Gulasch Junior haben wir schon einige Zeit gesehen. Er hat sich unglaublich verbessert. Mit seinem Bruder scheint er da in was Tollem aufzugehen. Sind einfach zu Recht da, wo sie sind im ungarischen Wrestling als Champions. Mhm.
Und ja, also ich möchte gerne, dass die beiden auch in dem Tag Team Festival sind. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, und Maverick und Tamas, weiß gar nicht, Chavo hieß er, glaube ich, zwei sehr interessante Singles-Wrestler. Maverick so ein bisschen mysteriöser, glaube ich, angehaucht, so ein bisschen verrückt angehaucht. Und Tamas Chavo ist so der, eigentlich so der, wahrscheinlich typische Wrestler, der so wirklich diese Wrestler-Rolle hat auch, ne? Oder wie wirkte er in dem Match? Ja, er ist so ein bisschen was, ich will nicht sagen Cutie Marshall, aber es geht schon in diese Richtung. Sehr diszipliniert, sehr, sehr technisch versiert und eben gar nicht so willig eigentlich, so sich dem ganzen Verrückten hinzugeben. Aber er hat trotzdem sich am Ende ein bisschen dazu hinreißen lassen, wurde aber entsprechend von diesen Gulasch-Brüdern zermalmt. Es ist einfach so passiert. Der hat wahrscheinlich von Dover gelernt und hat sich genauso versucht zu wehren wie Dover am dritten Tag. Da kommen wir gleich auch noch zu. Genau. Ich habe gerade übrigens einen entscheidenden Fakt vergessen. Und zwar bei den Bodysoid Tag Team Championship Match. Da kamen Rivality schon als Wrestling-Kult-Champions zum Ring und haben das Match dann am Ende natürlich mit 4 Gürteln verlassen und haben auch unbedingt darauf bestanden, dass sie als Wrestling-Kult-Tag Team Champions angekündigt werden, was unter lauten Buhrufen der WXW-Fans ja nicht so begrüßt wurde, was die beiden sehr überrascht hat. Die waren das, ja, damit haben sie nicht gerechnet. Wrestling Kult ist nicht so das beliebteste bei vielen WXW-Fans, glaube ich. Ja, ja, ich kann mir denken, da gibt es sicherlich Gibt Gründe garantiert für. mehrere Ja. Gründe dafür, dagegen, aber ich stecke da jetzt überhaupt nicht drin. Aber Genau. Aber Wrestling-Kult war heute nicht da, nee, aber richtig. die Gürtel waren zumindest Genau. repräsentiert. Denn im Main Event, da sind wir dann nach England gegangen. Da waren wir dann, haben wir quasi das Europa-Festland verlassen und sind auf die Insel gesprungen. Und da war dann von Gary Ward Wrestling Carnival zu Gast. Hochgelobt in vielen Kreisen momentan. Ja. Auch so mit die Promotion, die sich als erstes wieder in England so ein bisschen getraut haben, mal was zu machen. Auch was Und Besonderes, ne? genau, was Besonderes, Carnival ist also nicht nur so ein Name, da steckt auch Carnival drin. So ein bisschen Carny alles. Und Big Guns Joe ist angetreten gegen den Wrestling Carnival Champion, und zwar Charles Crowley, der mit einer Videopromo angekündigt wurde. So ein bisschen so, er packt jetzt seinen Koffer und fliegt nach Deutschland, aber da, wo er wohnt oder haust, da sieht es ein bisschen so aus wie, ja, bei so, wie hieß der Film? Showtime hieß er, glaube ich, mit Christian Bale. War das, glaube ich. Meinst du das mit den Illusionisten? Oder was meinst du, das Genau. war Ja. Prestige, heißt der, N mit nee, nee. Christian Bale und Hugh Jackman? Meinst du den? Hier, nee, Hugh Jackman war es, genau, nicht Christian Doch, Bale. die Es waren war zusammen in einem Film. Die waren zusammen in Prestige. Oder meinst du The Greatest Showman? The Greatest Showman, Der Musical-Film, ja, der das genau. Leben von P.T. Barnum verfilmt, quasi. Also im Oder weitesten wer Sinne. die Realverfilmung von Dumbo gesehen hat, da sieht es auch in diesen Containern, wo die Leute dann leben, da sah es genauso aus. Und so sah es auch bei Charles Crowley zu Hause aus. Und er wurde angekündigt als The Spectacular Twat. Um das mal. Es wurde freundlicherweise übersetzt mit Nervensäge im Untertitel. Und ja, also der Mann hat ja einen durchdachten Charakter. Der ist wirklich so ein, was ich würde es beschreiben, als einer, der gerne ein Zirkusdompteur sein möchte, aber so ein bisschen der Schuljunge ist, der quasi in der Schule Zirkusdompteur spielt, um Aufmerksamkeit zu kriegen und dabei eben äußerst unbeliebt ist. Das ist so das Gimmick von Charles Crowley, wobei auch noch so eine kleine mysteriöse Schwingung dabei ist. Ist er wirklich ganz bei sich oder ist er noch er selbst oder ist er schon jemand anders? Also deshalb, das fand ich ganz interessant. Und aber im Endeffekt ist er am Ende nur noch ein Twat. Und das hat Big Guns Joe zu spüren bekommen bei dieser Titelverteidigung. Und Charles Krause hat sich auf jeden Fall auch für mehr empfohlen. Ja, cool. Klingt doch gut. Klingt doch nach einer guten Show. Ja, das war die Morgenshow, also auch mal Vormittagsshow, ne? Die ging, glaube ich, um wann 10 oder 11 los. Wie relativ früh, ne? Oder? 11:30 Uhr waren wir alle 11:30 Uhr. am Start, ja. Und dann ging es um 15 Uhr weiter mit Ambition 13. Und da haben wir ja einige schöne Sachen gesehen. Da saßen wir auch ein bisschen näher dran und schöne Matches gesehen.
Ich habe vorher, bin ich dann auf eine weitere sehr, sehr nette Person getroffen, der mich irgendwie durch die Tage begleitet hat, nämlich den guten Dan Mallmann, den ihr alle kennt als Interviewer bei der WXC, der auch viel Social Media Arbeit macht und der mich dann auch gefragt hat, auf wen ich denn tippen würde für Ambition. Und ja, ich hatte da das Prinzip, was wir beim Karat auch hatten. Da hatten wir gesagt, wer das Match zwischen Bobby Ganz und Gresham gewinnt, der gewinnt das Karat. Und ich hatte mir hier bei Ambition gedacht, wer das Match zwischen Bobby Ganz und Lawrence Roman gewinnt, der gewinnt Ambition. Und ich habe da gedacht, Bobby Ganz habe ich jetzt durch das Ausscheiden im Karat schon was anderes für im Kopf. Vielleicht lässt man jemand anderen gewinnen. Und nachdem ich mir die Trainingsvideos von Lawrence Roman angesehen habe, habe ich gedacht, ach komm, tippen wir doch mal auf den. Er ist auch in der ersten Runde gegen Bobby Ganz angetreten und hat es nicht so ganz bis ins Finale geschafft, sondern wurde nach 4, fast 5 Minuten von Bobby Ganz, ich glaube, sogar K.O. geschickt und ist dadurch ausgeschieden. Beiden haben aber ein schönes Match gezeigt. Und wir gehen jetzt einfach nur mal die Matches durch, was war, und sprechen danach mal über so ein, zwei Highlights, die uns gefallen haben, ja? Also Genau, sonst kommen wir nicht auf weil 2,5 Stunden wir haben eure Kritik gehört, dass ihr sehr überrascht wart von der 2,5 Stunden Preview. Deshalb versuchen wir uns hier kürzer zu halten. Es gibt halt nur so viel Ja, richtig. Tolles. Ist halt einfach viel. Und seid mal froh, dass wir nicht noch über AEW sprechen wollen. Ja. Nee, dann hatten wir Ikarus gegen James Runyon. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde sowieso, Ikarus kann man immer mal wieder als Singles-Wrestler einsetzen und Dover genauso. Also die beiden haben wirklich so ein Spektrum, dass die auch einzeln Ja. funktionieren, nicht nur als Tag-Team. Hier bin ich vertraglich verpflichtet zu sagen, James Runyon ist toll, richtig genial, super toll. Das ist auch meine tatsächliche Meinung. Also ich Hast bin. du Angst, dass vom Robert einen draufkriegt? James Runyon ist fantastisch. Er wirkt so ein bisschen wie so ein William Regal-Charakter, wenn er so zum Ring kommt. Aber er ist ein fantastischer Kerl, der bei Battle Arts ja getrainiert hat in Kanada und jetzt hier ist bei uns als fester Trainer bei der WXW. Ja. Und ich freue mich, dass wir ihn da haben und ich hoffe, dass wir ihn auch jetzt regelmäßig auf der Card auch sehen. Und ja, James Runyon macht Spaß, sehr, sehr toll. Und ich glaube, noch einmal muss ich ihn erwähnen, James Runyon. Ja, So. sehr schön. Hast du weggestrichen von deiner Liste, wie oft Ja, dir sagen genau. muss? Okay, dann ist gut. Ja. Ja, dann hatten wir Fuminori Abe gegen Oscar, wo sich Abe nach knapp 4 Minuten durchsetzen kann. Damit wurde Abe auch durch diesen schnellen Sieg für mich auch zu einem Finalkandidaten. Da hatten wir Irie gegen Ender Kara. Das war furchtbar schnell. Das hat Irie, nachdem Kara ihm richtig zugesetzt am Anfang, mal kurz in 2 Minuten erledigt, indem er den einfach nur K.O. gekloppt hat. Er hat ihn quasi zum Boden gebracht, dann nur noch draufgehauen, weil er einfach sauer war. Und da war irgendwann die Luft raus Ja, bei Kara. so geht's auch, Ja. ne? Ich glaube, das war aber auch das, was er bei seinem Ambition-Sieg auch gemacht hat. Er hat die Leute irgendwann zu Boden gebracht, dann K.O. geschlagen. Einfach nur. Wenn ich jetzt, wo du sagst, seine Abläufe, Matchabläufe bei seinem Ambition-Sieg, das war ja Ambition 12, war immer sehr ähnlich. Er hat Ja. immer dasselbe versucht und war damit erfolgreich. Ja. Dann hatten wir den Ambition Next Generation Fight zwischen Peter Dehaene und Golden Boy Santos, wo sich dann die Niederlagenserie von Santos fortgesetzt hat, aber in einem schönen Match. Das war der Punkt, wo Peter Tihani für mich auf ein neues Level gegangen ist. Ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich jetzt Peter Tihani schon skeptisch war, dass er überhaupt im Karat ist. Ist halt nicht mein Stil eigentlich. Aber es stellt sich heraus, dass Peter Tihani mehr drauf hat, als ich für ihn, wo, als ich einfach gedacht habe. Es haben mir ja viele schon erzählt, dass das so wäre. Aber ich hatte da vielleicht dann doch zu wenig von ihm gesehen. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon so ein Peter Tihani-Fan. Das hat sich also schnell gedreht. Also er hat wirklich gezeigt, dass er da wirklich auch Ambition Rules beherrscht, dass er ein bisschen In-Ring-Psychologie mit zeigen kann. Und er war ja mit einem der beliebtesten am ganzen Wochenende. Und ich hoffe, dass er noch weit kommt. Und ich kann ihn nur wärmstens noch empfehlen. Und ich wünsche mir auch unbedingt Callum Newman gegen Peter Tihani. Wer ist also auf dem aktuellen Level von den beiden nochmal? Ich glaube, es hat schon mal gegeben, aber ich will das jetzt nochmal sehen. Und zwar jetzt mit Peter Tihani auf diesem Level nochmal. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Also, liebe Promotions da draußen, book dieses Match Ja, doch bitte. das wäre auch schön, das stimmt. Ja, dann gingen wir danach schon ins Halbfinale. Bobby Ganz gegen Ikarus, wo sich Bobby Ganz durchsetzen konnte. Dann eins meiner Highlights von Ambition, Fuminori Abe gegen Shigeyori Irie, die sich in guter japanischer Manier Fäuste, Kopfnüsse, Headbutts um die Ohren gehauen haben. Wo ich dachte, da können die nur mit einer Gehirnerschütterung rausgehen bei dem, was sie sich da verpassen. Das Es waren war schmerzhaft, aber gut.
Es waren Beulen und diese eine Kopfnuss von, ich glaube, von Iri gegen AB war es. Die Schallwelle zog sich durch den ganzen Raum. Ja. Und es war wie so ein Flashback zu dem Daisuke Ikeda gegen Yuri Ishikawa Ja, Match, auf jeden dem Fall. Superfight von vor 2 Jahren. Also das Match, oh, diese Japaner und diese Faustschläge, die ja, die sind nicht schön, die sind nicht irgendwie extravagant, aber die Nee. haben sehr viel Effektivität mit sich gebracht. Die tun halt weh. Das sieht man, das hört man. Das ist Ja. halt wirklich, das ist kein Wrestling-Schlag, der daneben geht. Der sitzt halt voll. Das ist Ambition. Ja, das ist Ambition. Das merkst du wirklich. Also das Match hat mir sehr gut gefallen. Dann kommen wir zum Superfight. Fast ein Mudo gegen Jonathan Gresham. Ein Match, das wirklich Spaß gemacht hat, wo Mudo echt viel dominiert hat. Was dann leider durch einen ungewollten Tieftritt, glaube ich, war es von Mudo. Dann leider in der nicht in der Disqualifikation, im No-Contest geendet ist. Meine Frau meinte danach, der Mudo ist es vielleicht einfach nicht gewöhnt, dass jemand so klein und wendig ist, der dann so schnell an einer anderen Stelle ist und dass er ihn dann automatisch aus Versehen erwischt hat. Also gewollt war es auf jeden Fall nicht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich die Erklärung ist, weil der Mudo hat ja öfter erwähnt, dass er ja schon 20 Jahre Ja, Kampf klar. geholt hat. Ihm wird sicherlich mal ein Gegner untergekommen sein, der klein und windig war. Ja, ich glaube, Gresham ist immer noch mal eine Ja. ganz andere Nummer, als was man alles kennengelernt hat. Das stimmt. Also das ist natürlich bitter für Mudo, natürlich. Und ich muss sagen, aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie es aus eurer Perspektive war, also habt ihr ja den Ring von der anderen Seite gesehen, hat man das gar nicht so realisiert, was da gerade passiert ist. Und wir saßen ja quasi alle auf der Bühnenseite bei Ambition. Ihr habt, glaube ich, den Und Rücken von Gresham gesehen, ne? Zu dem genau, und auf Zeitpunkt. einmal lag Gresham am Boden und ich dachte, das sei einfach nur ganz normales Selling. Und dann hat man immer gesehen, wie oft Mudo sich entschuldigt hat. Und dann kam schon der Vibe rüber, dass das nicht geplant worden ist. Ich glaube, also, dass sowas ist nicht geplant. Also, Nee. nee. Also, das Match ging ja schon 10 Minuten. Das heißt, sie konnten wenigstens einiges zeigen, aber es ist natürlich für Mudo ärgerlich. Ich meine, das Wochenende hat sich ja für ihn dann noch gewisserweise gedreht. Das stimmt. Aber ja, ich hätte mir für beide mehr gewünscht, weil das Ziel von Gresham ist ja, die jungen Leute, die neuen Leute entsprechend in eine Position zu bringen. Und das Ziel von Mudo war wahrscheinlich wirklich hier einen der größten noch ungesignten, Fragezeichen dahinter, Wrestler in der ganzen Welt, ja, einfach mit dem mal was zu machen. Ich meine, er hat ja die Chance zu bekommen, aber ja, das Ende war ein bisschen bitter. Aber gut, das ist jetzt Vergangenheit. Das hat relativ schnell war das da gegessen. Und sowohl Mudo als auch Gresham sind ja professionelle Sportsleute, die da, glaube ich, auch nicht so nachtragend sein werden, weil Es war ja das trotzdem kann enttäuschend, einfach ne? passieren. Es war ja Richtig. keine, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Die Männer wissen, wovon man spricht, aber es ist halt für Mudo ärgerlich, aber Gresham hat es überlebt. Und ich muss sagen, würde gerade Männer wissen, worum es geht. Ich habe auch gehört, die Frauen, wenn es da einen Tieftritt oder ähnliches gibt, das ist wohl genauso unangenehm, und die wissen auch, wie schlimm das ist, wenn man da direkt getroffen wird. Ja, man sah Gresham auch an, der wollte eigentlich weitermachen, aber er konnte einfach nicht. Und man weiß ja, du brauchst dann so 10, 15 Minuten, bis sich das wirklich wieder beruhigt hat, bis du weitermachen kannst. Das ging halt nicht. Das ist einfach so. Ja, und dann das Finale. Bobby Guns gegen Fuminori Abe. Das ging richtig auf die Fresse, das Finale. 12 Minuten durchgehend. Und am Ende konnte sich Bobby Guns durchsetzen. Ja, AB wollte nochmal wiederholen, was oder hat sich ja hat sich sein Match mit Ichigi Hiroiri nochmal im Kopf durchgespielt und hat gedacht, das mache ich jetzt einfach nochmal. Ja. Und Bobby Ganz hat das auch alles wunderbar eingesteckt, nur im Endeffekt, Bobby Ganz hatte hier mehr zu verlieren und hat dann entsprechend noch seine Reserven rausgeholt und hat dann stattdessen des Karats hat er eben hier einfach mal das Ambition zum ersten Mal gewonnen. Ja, ist ja auch Sehr schön. verdient, ja. Ja, hat er auch verdient, hat auch sich gut durchgekämpft. Wir haben es ja schon in der Preview gesagt, wir haben wieder mehr Spaß an Bobby Ganz gefunden. Lange Zeit war es ja ein bisschen fad, weil es halt immer das Gleiche war. Mittlerweile hat er wieder etwas mehr, ja, Farbtöne aufgenommen und zeigt auch sich anders und deswegen macht er wieder mehr Spaß. Und dementsprechend, ja, hat er es hier verdient gewonnen. Und damit sind wir auch schon am zweiten Abend von 16 Carat. Und da ging es Absolut, das los. ging Ja. schnell. Dann ging es los mit Shigeru Irie gegen Hector Invictus. Das heißt, Hector kommt rein, weil sich leider
Marius Arani verletzt hat. Der hat zwar eine Schulterverletzung zugezogen, die wohl nicht so wahrhaben wollte. Er wurde aber trotzdem zum Arzt geschickt, konnte so nicht weitermachen. Dann kam Hector rein, was natürlich zur Freude von den Kollegen vom Cagecast war, die ja große Hector-Fans sind und sich entsprechend dann jemand immer aus dem Hintergrund gehört hat. Die saßen nämlich schräg links von uns und am dritten Tag hinter uns. Das waren immer die, die Hector angefeuert haben. Die freuen sich mal ganz besonders, wenn Hector im Ring steht. Bist du dir sicher oder war das nicht einfach Dennis Cash Donick in Verkleidung? Nee, ich bin mir sicher. Ja, Shigeo Irie, der hat Hector hier auch mal kurz, also nicht kurz, aber er hat ihn auf jeden Fall zerpflückt. Was mich an Tag 2 gewundert hat, dass wir sehr viele Viertelfinal-Matches hatten, die unter 10 Minuten waren. Ich hätte gedacht, dass die ein bisschen länger gehen. Wir hatten einfach ein Match auch an diesem Abend, was sehr lange gehen würde und da musste man ein bisschen Zeit sparen. Das stimmt. Das denke stimmt, ich. Ja. Also wir hatten an diesem Match auch, egal welches, es hatten nur ein Match, was über 20 Minuten ging. Ich finde es eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mal so schlecht, wenn Matches mal nicht 20 Minuten alle gehen. Wir können nicht immer so ein Bandido gegen Mike Bailey rauskitzeln. Mhm. Das wird uns nicht gelingen, sowas passiert dann einfach. Und das geht aber auch mit kürzerer Matchzeit. Ja. Und ich bin sehr froh, dass wir ein bisschen kürzere Matches hatten, weil dann bleibt das auch. Wir haben einfach bei AEW Revolution, ich habe das ja schon komplett zu Ende geguckt, haben wir eben gemerkt, was passiert, wenn man die Matches alle so auslegt, wie als wären sie der Superfight des Jahrtausends. Mhm. Man hat einfach nicht diese Energie. Und deshalb ist das wirklich gut, dass man da ein bisschen auf kürzere Matches gesetzt hat. Ich bin ja auch froh über jeden Main-Event, der nicht 35, 40, 60 Minuten geht, weil das ist mir ja auch zu viel. Da bin ich irgendwann durchgegart und kann dann nicht mehr. Aber das ist schon, mich hat es auch nur gewundert. Ich habe immer so dieses Gefühl, erste Runde unter 10, zweite Runde unter 15, Halbfinale unter 20, Finale zwischen 20 und 30 irgendwo. Das ist so, was ich im Kopf habe als Zahlen. Aber es war halt mal was anderes. Ja, Shigeo Irie als erster ins Halbfinale. Dann gab es das Match zwischen Jonathan Gresham und Peter Tiani, wo Peter Tiani nochmal bewiesen hat, wie gut er doch schon ist. Aber gegen den Octopus hatte er dann am Ende auch nicht viel zu lachen und ist ausgeschieden. Aber er hat trotzdem das ganze Wochenende bewiesen, wie gut er ist. Ne? Genau. Dann hatten wir Lufisto gegen Maggot, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, dann macht man da irgendwas, dass Maggot ins Finale kommt, aber ins Halbfinale kommt. Aber ganz im Gegenteil, man hat Lufisto hier gewinnen lassen. In einem durchaus schönen Match. Die haben sich gut gegeben, gegenseitig. Ne? Ich fand es schade, dass Maggot hier verloren hat. Mhm. Und man muss auch sagen, nicht nur im Vergleich, sondern generell am Wochenende, war Lufisto nicht auf dem Beliebtheitslevel von den Fanreaktionen, fand ich, wie noch damals, als sie bei Femme Fatale zum Beispiel war. Und da war sie ja wirklich klasse, auch wie diesmal wieder, aber eben die Fanreaktionen waren ganz andere. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass Lufisto in der Zwischenzeit, natürlich auch Pandemie geschuldet, nicht so viel von sich hören hat. Ja. Und man hat nicht so viel von gehört wie beim letzten Mal. War nicht so viel im Fokus. Ne? Sie war nicht so viel im Fokus, die wurde ja in die Indie Hall of Fame eingeführt. Mhm. Aber was anderes, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und da lag es dann wohl dran, dass Lufisto gar nicht mehr so im Fokus war bei den Fans. Ich denke, das hat sich jetzt hier in diesem Wochenende für sie gedreht, aber es war halt dann im Vergleich zu jemandem wie Maggot, der dann in so einer großen Beliebtheit war oder anderen Leuten, die bei der Veranstaltung war, war es dann halt für sie schwierig, vielleicht so ein bisschen reinzukommen. Ja, sie hat in den Matches geliefert, aber sie hat nicht so viel Reaktionen gekriegt, wie man vielleicht erwartet hätte im Voraus. Genau. Ja. Was natürlich schade ist, aber dann, ja gut, das kann man jetzt nicht wissen, aber dann hat Lufisto dann hier halt mal gewonnen. Aber gut, das ist wieder WXW, die haben ja am Tag 1 schon bewiesen, dass sie damit gerechnet haben. Mhm. Sie hatten was anderes vor mit Meld. Ja. Also das ist schon, muss man schon wieder sagen. Also das heißt ja nicht immer, wenn jemand verliert, dass er jetzt in Ungnade gefallen ist, sondern man hat einfach andere Pläne, wo man meint, dass die vielleicht besser funktionieren mit den Leuten. Mhm. Und ich kann dem in dem Verlauf hier auch nur zustimmen. Auf jeden da Fall. Wurde die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Und der Lufisto-Sieg war auch wichtig, weil man mit Lufisto auch sie für eine bestimmte Rolle auch brauchte. Ja, auf jeden Fall. Auch das war wichtig, muss man wieder sagen. Ja, und das letzte Viertelfinale war Robert Dreisger in Cara Noir, was an sich auch ein nettes Match war. Ich fand das Finish ein bisschen schnell, wie schnell dann doch Cara Noir quasi raus war, weil ich von Cara Noir noch mehr Widerstandskraft gewohnt bin eigentlich in den letzten Jahren. Und das ging mir persönlich ein bisschen zu schnell.
Aber auch das ist Geschmackssache, glaube ich. Ich würde mir wünschen, wenn wir zukünftig, wenn Cara Noir wiederkommt, dass wir ihn auch in Storylines erleben, dass man ihn ein bisschen mal. Ja, man mag vielleicht Cara Noir als so einen Attraktionswrestler sehen, aber ich finde, wenn man ihn öfter bookt, dann nutzt sich sowas schnell ab. Und ich bin mir sicher, dass Cara Noir auch Geschichten erzählen kann. Und das sollte man jetzt dann auch tun, wenn er dann wieder öfter kommt. Und das hat so ein bisschen das geschmälert. Er war halt nicht mehr der Cara Noir vom letzten Mal, der relativ, ja nicht dominant, aber der sehr eine tiefe Trickkiste hatte und deshalb, sag ich mal, die Leute da gut ausschalten konnte. Die kamen ja auch ein bisschen zum Vorschein, aber er hatte nicht immer die Antworten, die man früher von ihm oder die man sich eigentlich von ihm erhofft hat. Und deshalb hoffe ich, dass es dafür eine Erklärung gibt und dass er in irgendeiner Form ein Gegner eines WXW-Kadermitgliedes wird und wir dann da irgendwie eine Matchserie oder einfach eine Storyline erleben. Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm, ob Cara Noir schon für was angekündigt ist in nächster Zeit. Nicht bei der WXW. Okay. Er ist ja bei Progress, hat er die Storyline mit Ilja Dragunov. Und auch mit Gresham das Champion versus Champion Match, ne? Ja, natürlich, genau, das auch. Das kommt doch noch. Also Cara Noir hat noch ein bisschen was vor sich in nächster Zeit. Vielleicht deswegen auch erstmal bei der WXW raus, aber er hat auch, glaube ich, auch gezeigt, dass er auch gerne wieder da ist. Also ich glaube, er ist jemand, der auch mittlerweile zu den Leuten gehört, die gerne bei WXW Dazugehört, sind. ja, er gehört dazu und deshalb würde ich mir eben auch wünschen, dass er eben auch in den Stories in gewisser Art und Weise vorkommt und wir können es ja auch, man kann es ja auch so stricken, dass er dafür dann nicht immer da sein muss. Ja, Ne? das stimmt. Ja, damit hatten wir die Halbfinalteilnehmer und dann kam es zum WXW Tag Team, ja nicht Titelmatch, sondern Number One Contender Match und zwar eigentlich angekündigt als Rutherford Invitational. Die haben draus gemacht den Catchball. Haben sich dann ihre Teams dazu eingeladen und da waren bei, lass mich überlegen, es ging los, genau, sie kamen erstmal rein mit einer kleinen Hommage an Game of Thrones, mit dem Shame, Walk of Schande, Shame, ja. Schande. Genau. Und was ich ganz toll fand, sie hatten ja ihre Masken von ihrem Entrance-Video auf. Genau. Diese Theatermasken, Ja, das war richtig. toll. Und dazu dann noch die Umhänge. Der eine Umhang von Nikita Charisma war als starke Anlehnung an König Joffrey von Game of Thrones ausgewählt, das Outfit. Das nochmal so wieder zum Nerd-Thema. Ja, und die beiden sind dann halt angetreten gegen verschiedene Teams. Wir hatten Norman Harras und Sebastian Suave, wir hatten Baby Allison Vincent Heisenberg, wir hatten Dennis Dulnick und Hector, wobei Dennis Hector überzeugt hat, mit rauszukommen, indem er ihm einen Schuh geklaut hat Und die Fahne, und die ja. Fahne, genau, und Hector hinterhergekommen ist. Die beiden haben Da sich dann wieder wieder zusammengerauft. Pluspunkte auch ans Social Media Team. Da kann man dann nochmal nachgucken, wie das dann vonstatten gegangen ist, wie Dennis da vorgegangen ist, um an die Sachen überhaupt ranzukommen. Und dann rennt er eben da hinter der Bühne auf die Stage, um Hector in dieses Match zu ziehen. Also, Ja. das war schon sehr, 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 sehr lustig. Man hätte meinen können, man hätte denken können, dass die beiden hier ihren großen Moment kriegen, oder? Ja, Aber aber es ist man nicht hat so das ja gekommen. eher genutzt, um eine Story wieder aufzubauen, denn die beiden haben ja dann wirklich Rot und Flott eliminiert und Rot und Flott hat dann danach dafür gesorgt, dass die eliminiert wurden. Und das war für mich, diese Aktion mag ich sehr gerne. Es gab die Situation, Dulnick und Hector kämpfen gegen Wolte und Aigle-Blanc. Und Rot und Flott kommen dazu und machen genau das, was Gute hier jetzt machen. Die hauen nämlich einfach den Gegner, damit die anderen disqualifiziert werden. Das ist eine Aktion, die finde ich total gut. Die wird viel zu selten genutzt von einem Heel, dass der einfach sagt, okay, wenn du verlierst, ich sorge dafür, dass du verlierst, ich hau dem anderen einfach ins drauf. Finde ich super. Ist ein ganz einfacher Weg. Ja, also ich finde es nicht immer super, aber hier hat es Man gepasst, darf es ja. nicht zu oft machen, ne? Ja, aber für mich war das der Moment des Wochenendes, der dann folgte, weil das letzte Team, was dann noch kam, da erschien dann ein Schwert auf dem Titantron, auf der Bühne. Und da war klar, dass Michael Knight zum Ring kommt. David war auch klar, wer sein Tag Team Partner sein wird. Der große Traum ist wahr geworden. Bobby Ganz und Michael Knight sind in einem Team. Die Wrestling-Götter haben uns erhört und ich hoffe und bete und appelliere, dass das ein Produkt von Dauer sein wird. Weil Bobby, was soll Bobby Ganz sonst tun? Er hat in Singles-Action sehr viel oder alles eigentlich schon bis auf 16 Karat selbst gerissen bei der WXW. Im Tag-Team-Wrestling haben wir ihn zwar schon mal gesehen, aber das ist lange her und war auch nicht von Titelgold gekrönt. Und mit Michael Knight hat er einen Partner, wo das deutlich realistischer ist, würde ich sagen. Und ja, die beiden haben das dann auch gewonnen unter ja,
großem Applaus, würde ich sagen. Ja, auf jeden Und Fall. Ja, da, also für mich war es das Highlight des Wochenendes. Ich habe mich darüber so, ich habe damit nicht mehr gerechnet, muss ich sagen. Ich habe natürlich insgeheim darauf gehofft. Und als die beiden dann da zusammen rauskamen, das passte auch so gut. Die beiden ergänzen sich ja wunderbar. Ja. Es wirkt gar nicht so zusammengewürfelt, sondern es wirkt einfach so, das muss jetzt so sein. Das ist eigentlich ähnlich schon damals wie mit Cesaro und Sheamus, mit der Match-Serie, die die beiden damals hatten. Das hat einfach Klick gemacht und das hat gut funktioniert. Und hier ist es genauso. Und ich finde, Michael Knight und Bobby Gunn sind sich eben auch von ihrem Stil relativ ähnlich und eben auch ähnlich gut. Und ja, das macht einfach Spaß, sowas zu sehen. Und jetzt mit Hinblick auch an die Ankündigung, dass das Tag Team Festival, eine weitere Bitte, die die Wrestling-Götter erhört haben, zurückkommt. Für mich jetzt schon, nicht nur persönlich, sondern auch ja, auf den Sieg gesehen, Favoriten für dieses Match. Mhm. Und also bitte, 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 Bobby Gunn und Michael Knight sollen doch lange zusammenbleiben und weite Wege gehen als Tag-Team. Weil das, ich finde es auch so toll, dass Michael Knight dann eben, sag ich mal, neben einem ganz großen Star der WXW stehen darf und eben dann nochmal für noch mehr Augen zeigen kann, was er eigentlich alles drauf hat. Und das freut mich einfach ungemein. Ich habe mir dann jetzt hier zu Hause natürlich auch schon mal das Michael Knight Shirt bestellt und würde mir natürlich auch gerne das Guns und Knight T-Shirt bestellen, wenn das denn dann kommt. Ja, wir brauchen Tag Team Merch, ne? Guns und Knight, Fast Samudo und Stephanie Mace, wir brauchen Tag Team Merch, Leute. Genau. Aeros Sun war es, ne? Ich habe mir ein Aeros T-Shirt geholt diesmal. Das, was man gar nicht bei SL Wrestling kriegt, das hatten sie dabei, aber das ist cool. Ich wusste gar nicht, was ich anziehen soll heute. Deshalb habe ich gar keine Merchandise, weil ich ja unbedingt Tech-Team-Merchandise anziehen wollte. Ja, aber froh, dass du überhaupt was angezogen hast dann. Ja, ja, fast wäre es dazu gekommen, aber ich habe noch einen Hoodie gefunden. Sehr gut. Ja, ich will ja nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe es morgens getwittert, dass das Tech-Team kommt. Und ich habe es sogar meinen Fantasy-Booking gesagt, ich möchte dieses Tech-Team haben. Und wie du sagst, die WXW hat mit den Leuten was vor. Wenn die am ersten Abend ausscheiden, haben die am zweiten Abend was Sinnvolles zu tun. Und das haben wir hier. Ganz also, klarer Fall. Ja, wirklich sinnvoll, was auch, sag ich, hoffentlich einen Effekt hat für die Zukunft. Ja, ja, dann hatten wir das Shotgun-Titelmatch, haben wir darüber gesprochen, wo Ninja Mac gewonnen hat. Und dann hatten wir das WXW World Tag Team Titelmatch. Fast Samudo. Oh, nein, du hast. Achso, doch, du hast das Shotgun-Titelmatch einmal kurz abgefunden. Ja, weil wir es halt schon besprochen haben. Ja, genau, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja. Ja, Fast Samudo, Stephanie Mace gegen die Arrows of Hungary, Dover und Icarus. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, die kannst du 50 Mal gegeneinander stellen. Da kommt immer ein gutes Match bei raus. Das hat wieder richtig Freude gemacht. Es war mit fast 12 Minuten auch gar nicht so lang, aber es reichte auch. Es war vollkommen okay so gemacht. Es war ein schönes Finish und man hat Sachen wieder aufgegriffen aus dem letzten Match, wo ja Mood und Mace verloren haben. Und Stephanie Mace durfte auch das Finish setzen. Ich glaube, es war das das Finish? Sie hat erst quasi Dover vom Ringpfosten geholt. Und dann zwei Kicks noch gesetzt und die dann gepinnt, oder? War das so? Ja, genau so war es. Ja. Ja, Dover muss man natürlich auch mit harten Tritten und Schlägen außer Gefecht setzen, weil zum Powerslam oder so kriegt man den schwer hoch. Auf gar keinen Fall. Aber das war ein Match, also ich mag die Take-Matches immer gerne. Das liegt einfach daran, weil wir einmal mit den Arrows das beste Team aus Europa drin haben. Ja, Angus, wie es ist. Ja. Und mit Mudo und Mace würde ich sagen, auch das beste Intergender-Take-Team, was wir aktuell in Deutschland auch europaweit haben. Ich kenne nämlich kein anderes, was so gut auch zusammenpasst, was ich so gesehen habe. Ja, es hat sich ja auch ganz natürlich entwickelt bei den beiden. Das ist ja nicht irgendwie, das stecken wir jetzt zusammen, aber die beiden, die harmonieren ja auch wunderbar miteinander. Ja. Und es stand ja schon in den Sternen geschrieben, dass die beiden die Titel gewinnen und haben es zum Glück ja auch getan. Und jetzt hoffe ich, dass dieser Run von vielen Titelverteidigungen und langen Matches gekrönt wird. Ja, ich glaube auch der Run, der wird auf jeden Fall bis zur Tech League. Wie heißt das jetzt? League oder Festival? Das ist das Festival. Nochmal als Eselsbrücke, Tech Team League würde ja bedeuten, dass an diesem Wochenende nur das Turnier stattfindet. Das stimmt, ja. Und deshalb hat Carsten Beck damals seinerzeit gesagt, das Ganze hat ja auch einen Festival-Charakter, deshalb nennen wir es doch einfach so. Wir kriegen ja auch Femme Fatale wieder. Genau, Femme Fatale kommt auch wieder und da bin ich auch äußerst gespannt drauf, weil
Da findet das beste Damenwrestling statt, was ich so global gesehen habe. Ich schaue kein EVE, ich schaue auch kein Stardom, aber Auch nicht. ansonsten bei den größeren Ligen, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann, wo wir gerade bei Damenwrestling sind. WXW Women's Title Match. Ava Everett gegen Iva Kolaski. Das Match war aus meiner Sicht nicht gut. Aus einfach, wie ich es empfunden habe. Ich finde, Ava Everett hat schon ein bisschen mehr gezeigt. Aber die beiden hatten irgendwie, mir fehlte die Chemie zwischen den beiden. Es passte irgendwie nicht. Für mich gefühlt so ein bisschen. Und es hat mir keinen Spaß gemacht, das Match. Natürlich auch wieder die Position zwischen dem Tag-Team-Titel-Match und dem Unified-Titel-Match ist halt auch eine ganz schön böse Position für so ein Match. Also, wenn wir vom Lowlight des Karat-Wochenendes sprechen wollen, dann fällt mir fast nur dieses Match ein. Wir hatten keine richtige Storyline, die überhaupt auf dieses Match vorbereiten konnte. Wir haben Iva Kolaski kaum gesehen, überhaupt vorher. Das ist schade, ja. Ja, und viele Leute wussten einfach, trotz dessen, dass sie Champion ist, nicht, wer sie ist. Und ich finde, da gab es trotz dessen Möglichkeiten, das noch ein bisschen besser darzustellen mit ihr, dass es eben Videopakete gibt oder irgendwas. Es gab ja noch nie mal ein Video vor diesem Match in irgendeiner Form, zumindest Interviews mit den beiden. Also nicht nur die Dan Mayman-Interviews, sondern vielleicht mal so ein Sit-Down-Interview. Das hätte vielleicht schon ein bisschen was gebracht. Bei Ava Everett würde ich sagen, es ist ein Glücksgriff. Der Look ist da, Promo ist da. Im Ring kann ich schwer sagen, weil sie bis jetzt nur relativ grüne Gegnerinnen Ja, gehabt hat. stimmt. Deshalb hoffe ich vielleicht, dass Lufisto noch ein bisschen bleibt oder sie gegen ja, Baby Allison, weil die hat sich sehr gemacht, antreten kann. Oder gegen Stephanie Mace auch mal. Stephanie Mace kann ja auch mal zwischendurch mal Einzelmatches haben, noch ein Ja, Teil ein. sicher. Würde Und ja auch. Ava Everett würde ich dann noch mal gerne so sehen. Jetzt ist sie auf einmal Champion. Ne? Damit habe ich nicht gerechnet. Aber da muss man auch wieder sagen, das hat ja auch wieder einen Plan dahinter. Man das einfach nutzt, um, sag ich mal, mehr Gewichtigkeit auf eine Storyline zu legen, die da kommt, weil Iva Kolaski zeigt hier so ein bisschen auch Frustration und ist nicht mehr so begeistert von allem. Und wenn dadurch Iva Kolaski dann zeigen kann, was sie charaktertechnisch und eben Promoarbeit drauf hat, dann ist das doch auch gut. Und für Ava Everett hoffe ich auch, dass sie uns ein bisschen länger erhalten bleibt. Ich habe da auch wieder Reaktionen bekommen aus dem internationalen Bereich, dass sie im amerikanischen Indie-Bereich äußerst beliebt ist oder sehr geschätzt wird und man sich dann eben für sie freut, wenn sie auch international ein bisschen Fuß fassen Das ist kann. super. Ich habe vor ihr nie was gesehen und nichts gehört. Auch nicht. Ich meine, sie war mal bei AEW Dark ein oder zweimal und sie hat ein Match gehabt gegen Danhausen. Mehr wusste ich nicht. Aber ich finde halt, sie ist da wirklich eine Präsenz, die dieser Women's Division gut tun könnte. Auch wenn man sie schaut, eher denkt, sie wird ihr nicht gut tun, weil sie eben diesen negativen Vibe bringt, aber eben in ihrem Charakter, der gut funktioniert, finde ich. Und sie braucht jetzt eben auch einen Gegenpart, einen starken Gegenpart, um ihr auch ein bisschen zu helfen, uns zu helfen. Ja, Ne? das Deshalb, stimmt. ich bin gespannt, was da passiert, aber man muss eben auch sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sagt, man kann aktuell nicht ganz so viel erwarten. Man kann nicht denken, dass das ganz einfach wäre, hier etwas auf die Beine zu stellen, denn wenn das so einfach wäre, dann wäre es auch passiert. Also hier geht es Ja. einfach darum, wir hatten monatelang ganz viele Probleme, wir hatten Sachen, dass zwei große Ligen die Leute weggesigned haben. Drei große Ligen eigentlich, Impact auch. Richtig. Und wir hatten die Pandemie. Wir haben Wir haben die Pandemie. die Pandemie, genau. Wir haben die Pandemie. Das vergessen viele. Die Pandemie Richtig, ist ja. ja immer noch da. Sie betrifft auch vor allen Dingen Flughäfen. Sie macht alles ein bisschen teurer, ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt auch noch einen Konflikt innerhalb von Europa, der Preise nach oben treibt. Aus ja, eigentlich auch richtigen Gründen durch die Sanktionen. Und das muss man auch nochmal mit bedenken. Das betrifft vielleicht nicht die Fly-ins aus Amerika, aber das erschwert trotzdem alles Weitere, weil du hast ja nicht nur einen laufenden Posten. Du Natürlich. hast ja bei so einer Veranstaltung mehrere Sachen und musst dann immer abwägen. Und Stromkosten deshalb, gehen gerade gewaltig hoch.
Stromkosten, andere Bookings innerhalb von Europa, du hast Fahrten, die du bezahlen musst, und ist ja auch bei den Leuten, die du buchst, wie zum Beispiel B24/7, die haben ja auch eine Anfahrtspauschale mit Sicherheit. Sicher. Oder lassen das in ihren Preis einfließen, und darauf schlagen sich die Spritkosten mit Sicherheit auch nieder, das ist einfach klar. Und das muss man alles mal bedenken, und das sind dann nicht nur so ein paar Euro, sondern das läppert sich, wenn du dann für 4 Tage ein Event machst. Also das muss man alles mal bedenken, da kommen ja hunderte Leute aus verschiedenen Richtungen, ja, und klar, da muss was bezahlt werden, da muss was gebucht werden, dann musst du ja noch für Ersatz sorgen oder schon vorbuchen für den Fall das, was und passiert. Da musst du auch sehen, wenn so jemand wie Busek ausfällt in der Zeit, den Flug kriegst du nicht mehr erstattet, das heißt, 800 bis 1000 Euro, die sind weg, einfach mal so, ne? Genau, und die Preise gehen ja auch nach oben, die Flugpreise werden... Ja. Die Flugpreise, die werden nur noch nach oben gehen. Da werden wir keine Entspannung kriegen, auch wenn sich vielleicht hoffentlich alles andere wieder entspannt. Mhm. Die Flugpreise werden oben bleiben, weil das Ziel ist ja, dass die Leute weniger fliegen. Ist natürlich blöd fürs Wrestling, weil da legt man manchmal Distanzen zurück, da ist das nicht anders machbar. Aber die Flugpreise, die werden nur nach oben gehen. Und deshalb muss man sich darüber im Klaren sein, dass gewisse Bookings, die vor 2 Jahren als logisch und einfach erscheinen, so einfach gar nicht mehr möglich sind. Dass mehr geht in der Dames Division, das wollen wir alle und das wissen wir auch, aber man muss ja irgendwo anfangen. Dass das jetzt erst beim Karat geschieht, ist halt jetzt so. Aber zumindest passiert es jetzt. Ne? Es passiert was, genau. Ja, das ist das Richtige. Und natürlich, du hast gesagt, Iva Kolowski war lange nicht zu sehen. Wer weiß, ob sich da vielleicht auch eine Corona-Infektion eingefangen hatte, dass sie gar nichts machen konnte. Weiß man ja alles nicht. Dass sie vielleicht deswegen, weil du hast auch von ihr nichts gelesen in Social Media. Vielleicht war der ja wirklich ein bisschen mehr. Weiß man alles nicht, ne? Also wir können nur sagen, wir hoffen jetzt, dass es besser wird, und wir denken auch, dass es besser wird. Es ist auf jeden Fall besser als ein Champion, der nie kommt und seinen Titel nie verteidigt, beziehungsweise einen vakantierten Titel zu haben und gar kein Damensmatch bei so einer großen Veranstaltung zu buchen, weil das ist auch das falsche Signal. Weil man will ja auch neue Wrestlerinnen motivieren, und wie soll man das machen, man kein Dance-Wrestling überhaupt anbietet. Ja, vollkommen richtig. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir da auch dran denken. Wir sind froh, dass wir Dame-Wrestling haben, auch wenn es manchmal wirklich ein Lowlight ist. Es war kein gutes Match, aber die Damen brauchen auch die Arbeit vor dem Publikum, weil die müssen ja auch lernen, wie sie mit dem Publikum umgehen. Ja. Und das kannst du in der Academy trainieren. Da auch eben das Verständnis, ich weiß es nicht, wie es bei Eva Everett ist, aber bei Iva Kolowski kann ich es mir vorstellen, vor so einer großen Crowd und vor einer Kamera, vor so vielen Kameras zu wresteln, das muss... wenn man das erste Mal macht, dann geht das nicht spurlos an einem vorüber. Nee, richtig. Ne? Auf jeden Fall, das ist vollkommen recht. Gut, haben wir das abgehakt? Gehen wir zum Herzensmatch, was dann anders ausgegangen ist als gedacht und trotzdem gut tut, wie es ausgegangen ist. Nämlich zum Unified World Wrestling, jetzt bin ich schon komplett durcheinander, Title 4-Way Match. Ich habe vorher gesagt, ich mag keine 4-Way Matches. Ich möchte offiziell revidieren. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn es dieses typische Four-Way halt nicht immer gibt, nur wirklich alle 4 gleichzeitig mal was machen, das gibt es halt sehr selten. Aber das Match hat trotzdem Spaß gemacht, das vorneweg. Wir hatten Axel Tischer als Champion gegen Tristan Archer, gegen Jörn Simmons, gegen Levaniel. Wir hatten für jeden einen Special Entrance, und die waren alle richtig gut. Du hast vorhin schon gesagt, den für Axel Tischer hast du zwar, ich bin nicht gesehen, der war auch wirklich gut, hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe ihn gehört natürlich, und ich habe natürlich auch die LED-Show gesehen. Ich habe nur den Teil, der mich am meisten interessiert hat, nicht sehen können von meinem Platz aus, leider Gottes. Ja. Aber ja, man muss sagen, also die Show und die Darstellung und alles, was damit zusammengehört, einfach fantastisch. Da ist die WXW immer wieder ein neues Level erreicht. Ja. Da war ich schon wieder so, ja, was, wenn jetzt, egal was jetzt noch passiert, das war jetzt schon wieder so imposant, das macht auf jeden Fall wieder Bock auf mehr. Ja, also, ja, die Fahnenschwenker, der Steam, der bei Jörn Simmons von der Decke kam, wo er übrigens bis kurz vor der Veranstaltung nicht, also bis kurz vor der Show nicht wusste, dass das sein Entrance sein wird. Aber es passt halt, weil Jörn Simmons ist ja auch bekennender Batista-Fan. Mhm. Man kann jetzt keine Pyro zünden, aber das kommt dem Ganzen, glaube ich, am nächsten. Ja, wenn er da brüllt und hinter ihm geht dann die Luzi ab, das ist schon cool. Und dann Levaniel, wo wir fast noch befürchtet hatten, dass die Ballons oben hängen bleiben, aber dann hat es auf jeden Fall Herzensballons geregnet. Und die Rede von Levaniel war so gut.
emotional stark. Und Levaniel, wir können, also wir haben ja schon so oft gesagt, er ist der Prinz der Sterne, er ist der Mensch, der die Liebe reinbringt, und er ist einfach so unglaublich talentiert und fantastisch und verbessert sich immer weiter, und in allen Bereichen ist er fantastisch und hat deshalb zu Recht, und das wurde am Tag drauf von Axel Tischer auch nochmal unterstrichen, erwähnt, zu Recht sich dieses T-Image erarbeitet und Ja. verdient, und das nicht nur in einem Rahmen der Storyline, sondern auch in der Wirklichkeit. Genau, Also richtig. fantastisch, er hat alles an sich nochmal weiter verschärft. Er hat härter trainiert, er hat härter gelernt, er hat einfach alles gebracht, was ein Main-Eventer in Deutschland braucht. Muss Und man einfach sagen, für kleinere Ligen, wenn oder für neue Ligen, wenn ihr einen Champion sucht, der reden kann, der gutes Wrestling an den Tag legt, der wirklich die Leute mitreißen kann, Levaniel steht euch zur Verfügung. der Charakterentwicklung beherrscht, der Ja, Geschichten innerhalb total. des Rings erzählen kann, der am Mikrofon Leute zum Nachdenken, zum wütend werden, aber auch eben zum Glücklichsein bringen kann, Ja, total. der mitreißend ist, der unglaublich witzig sein kann, der eine Erscheinung ist, die durch zwischen den anderen hervorsticht, der ganz anders ist als alle anderen, dann bucht Levaniel, Auf den jeden Prinz Fall. der Sterne. Und das ist, hört sich an wie eine Werbeveranstaltung, aber es ist einfach so, dass man bei Levani mittlerweile sagt: Ach ja, jetzt wird's gut, jetzt wird's Ja, gut. Also es gibt, so. Du es weißt auch, was du kriegst was Gutes geliefert. wir haben die Entwicklung mitgesehen von Anfang Ja. an, und Genossen auch. es genossen. Vor 3 Jahren war, glaube ich, das erste Mal da, und da dachte ich schon: Hui, der Typ ist cool. Und mittlerweile, also endlich mal wo keine bösen Schwingungen sind, wo also irgendwas passiert, dass er sich verletzt oder so. Nee, das ist alles nicht passiert, sondern man konnte diese Geschichte quasi ungestört erzählen und sie Wahnsinn. konnte sich entfalten. Und ja, also was soll man sagen? Also Levaniel, Absolut. fantastisch. Bitte Großartig. bleib uns noch lange erhalten. Ja, das hoffen wir alle, ne? Levaniel ist wirklich nicht nur die Figur Levaniel, auch der Mensch dahinter ist genauso ein Gewinn für die Liga und für jeden, der ihn kennenlernt, wie auch ja, die Figur, wie auch die Rolle, die er spielt. Aber das muss man auch zu allen sagen, die eigentlich in diesem Match waren, weil wir haben da vier Wrestler, die wirklich toll sind. Wir haben aber auch vier Menschen, die dahinter stehen, die alle unheimlich sympathisch sind. Es gibt ja niemanden, wo du sagen würdest, boah, das ist so ein Kotzbrocken, mit dem würde ich nichts zu tun haben, außer das Wrestling. Das sind alles Menschen, die auch realistische Einstellungen haben, die gute Lebenseinstellungen haben, die wissen, was sie da tun, die nicht abgehoben sind und die das einfach gut machen. Und auch der Gewinner und der neue WXW Unified World Wrestling Champion, Tristan Archer, ist so einer, der es vollkommen verdient hat, hier den Titel zu gewinnen. Ob wir den wir nicht gesetzt haben. Wir haben gesagt, wer Levani oder Axel Tisch haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich auch gesagt habe, ich hätte gerne für Archer vorher noch eine große Story als Heel gehabt, damit er schon mal etabliert ist, bevor er den Titel kriegt. Gut, jetzt macht man die Story halt, wo er den Titel hat. Kann man auch machen. Das war mein einziger Kritikpunkt, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne vorher noch was gehabt, um den Charakter Heel Archer einmal zu etablieren. Ich glaube, das ist Mecker auf hohem Niveau. Ja, also Timing ist so eine gewisse Sache. Ich weiß nicht, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt war. Gewünscht hätte ich mir Simmons oder Levaniel natürlich. Gedacht hätte ich Axel Tischer verteidigt. Und es ist halt anders gekommen. Und ich glaube, dass die meisten anderen auch so gedacht haben und man deshalb eben mit dieser Überraschungsroute gegangen ist auch ein bisschen, weil damit hat keiner gerechnet. Es ist kein Grund, wütend aus der Halle zu gehen. Nee. Also finde ich überhaupt nicht. Tristan Archer ist halt anders. Tristan Archer ist besonders in einer gewissen Hinsicht. Und er wird, wie du schon richtig gesagt hast, sich jetzt über die Titelregentschaft noch weiterentwickeln als Heel-Charakter. Ja, er hat auf jeden Fall diesen Titel verdient, das auf jeden Fall. Und ich denke, er wird demnächst, ja, uns zeigen, dass er Champion ist. Auf jeden Fall. Ja, was wir vergessen haben am zweiten Tag ist natürlich die Live-Performance von Disco King Frankie. Ja, klar. Entschuldigung. Es wird total durchgegangen, weil wir gerade nur Match für Match durchgehen. Der natürlich wieder seinen Hit präsentiert hat und das mit freundlicher Unterstützung, nämlich einmal Melanie Gray, wo ich dann sagen muss, ich habe die Stimme gehört, da würde ich gerne mehr von hören. Also so schlecht ist sie nicht.
Dann gerne mal. Ja, My Heart Will Go On, dann demnächst live auf der Bühne. Ich habe ja gesagt, ich hätte ja gerne bei der nächsten Aftershow-Party, da sie ein großer Disney-Fan ist, von ihr so ein Disney-Medley. Das würde ich nehmen. Genau. Let it go, genau. Genau, irgendwie so ein Medley mit allem Guten, was es da so gibt. Ja, und dann natürlich die Prügelbrüder waren noch dabei, was auch nochmal lustig war. Also war ein schöner, kleiner Auflockerer zwischendurch, hat auch Spaß gemacht. Ja. Und auch an Disco King Frankie, Frank Fehrmann, nochmal vielen Dank. Der hat auch viele der Shows abseits des Karats moderiert, wirklich gut. Der hat bei Ambition eine schöne Ansprache gehalten, auch nochmal zu unserem Podcast. Ich muss es halt erwähnen, was es mir wirklich gut getan hat. Will ja jetzt auch keine große Werbung mehr machen, aber einfach nur zu sagen, danke dafür, war sehr schön. Und auch da ein sehr netter Mensch, mit dem ich bei Inner Circle auch lange gequatscht habe. Also, was soll man sagen? Wir haben sehr viele gute Menschen getroffen in diesem Ja, Karat wirklich, wieder. wirklich toll. Jetzt, wo du es sagst, ich würde mir natürlich auch hier Can You Feel the Love Tonight im Duett von Kevin und Melanie wünschen. Oh ja. Nee, aber wir haben wirklich, wirklich viele tolle Menschen getroffen. Man kann sie gar nicht alle nennen, aber was eben, ja, ich will nicht sagen ergreifend, aber es ist schon sehr schön. Es zieht sich durch von Fans bis zu Crew, bis zu, ja, bis ganz nach oben. Also alle Leute sind unglaublich nett, geben uns Ratschläge oder geben uns Ideen mit, und ja, sind einfach, wollen einfach hören, wie wir unsere Meinung hören, und das schmeichelt alleine schon. Total. Es ist auch untereinander, wird da so nett miteinander umgegangen, man fühlt sich zu Hause, und das ist eben auch was, was viele Ligen noch nicht verstanden haben. Ist einfach mein persönlicher Eindruck, auch im inneren Bereich. Die haben irgendwie noch so eine Mentalität von vor ein paar Jahren, aber haben irgendwie nicht verstanden, dass sich da einiges geändert hat. Es reicht eben nicht nur, gewisse Bookings zu holen und vielleicht eine halbwegs gute Show abzuliefern, sondern du musst eben dafür sorgen, dass die Leute eben auch sich wohlfühlen bei einer Ja. Veranstaltung, dass sie sich nicht von anderen Fans bedrängt fühlen oder dass man sich irgendwie, dass man da eine Distanz ist immer wichtig, aber dass man nicht so eine, dass man nicht so Nicht ja, übergestellt, untergestellt, ne? von oben herab behandelt wird und so, ja, nee, mit Fans spreche ich jetzt nicht oder Genau. so. Oder eben, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es gibt eben auch da so ein gewisses, ja, Nicht-Existieren der Fans, sage ich jetzt mal, dass sie, ja, wir müssen jetzt Fans dabei haben, weil eigentlich wollen wir euch hier ja gar nicht haben, Sagen nach wir es dem mal ganz Motto. offen, wie es ist. Ja. Ich weiß genau, was du sagen willst. Du willst es wirklich so klar raussagen. Bestimmte Ligen geben einem das Gefühl, die Fans sind nur da, um das Geld zu bringen. Ansonsten sind die dem Scheißegal. Ja, So, genau. ich So sage es ist einfach es. mal klar raus, wie ich So ist es es einfach. verstehe, ne? Ja. Und das ist, ja, du hast ja vollkommen recht. Und das ist halt, das gibt es bei der WXW nicht. Und das sagen wir jetzt nicht, weil wir gerade eine Sendung auf dem YouTube-Kanal haben, sondern es hat sich einfach direkt vom Tag 1 oder bei dir vielleicht schon am Inner Circle so durchgezogen, Ja. dass man quasi mit offenen Armen empfangen worden Richtig. ist. Von Fans, von den Leuten der WXW, von Wrestlern außerhalb der WXW, genauso wie von Wrestlern innerhalb der WXW. Genau. Nicht aufgedrängt, nicht gezwungen, sondern einfach ganz locker. Und ja, man muss einfach sagen, ein ganz, ganz tolles Team. Man hat es ja auch gehört, ich nehme das jetzt vorweg, weil wir jetzt gerade schon so in dem Fluss sind. Tommy Gießen, der Katja Pilz nochmal runtergeholt hat nach der Show, der sie quasi verabschiedet hat und nochmal gesagt hat, was sie da alles leistet, was einfach wirklich unglaublich war über all die Jahre, die Produktion und alles, was da drin mit zugehört und dieses Team, was dahinter steht, sind fantastische Leute, wie ich jetzt ja eben oder wie wir kennengelernt haben, eben auch Leute aus Ungarn zum Beispiel, die Sandy, die da war, Wie wir bei McDonald's saßen, genau. genau, von Passion Pro Wrestling, die da an der Kamera mitgeholfen hat. Und Barisch natürlich, der auch an der Kamera steht. Und Ja, natürlich ist, auch den wir immer wieder getroffen Fairs. haben. Dann werden da Untertitel mitgeschrieben, da wird mitgeschnitten, da werden Kamerabilder rausgesucht, da wird geschaut, ob die Synchronisation passt mit Stimme und Bild und Ton. Ja. Und da wird dafür gesorgt, dass das nicht übersteuert sich anhört. Und all diese ganzen kleinen Details, die dann bei Dennis Birkendahl, Katja Pilz und wer auch immer ihr nachfolgt, zusammenlaufen. Und das ist einfach fantastisch, was da geleistet wird. Und diese Leute sind so unter Druck und unter Stress und sind trotzdem ganz normal und freundlich und locker und ungezwungen zu uns allen.
Also das ist einfach wirklich, wirklich toll. Dave Bradshaw muss ich noch positiv erwähnen, der sich ja nicht so oft runtergetraut hat in die Menge. Er würde ja wahrscheinlich sofort auffallen, weil er so riesig ist. Aber einfach fantastisch netter Mensch. Genauso wie Andy Jackson natürlich auch. Ja, den haben auch. Wir auch getroffen noch. Genau. Und, ein toller Mensch. Und Dan Mellman. Und Christian Bischoff und alle die ganzen Leute. Wir vergessen garantiert irgendjemanden, aber das ist da nicht böse gemeint. Das ist durchgehend eine gute Truppe, auch der Dennis Birkendahl. Ob es unsere Fotografin, die Janice ist, mit der ich mich am dritten Tag eine ganze unterhalten habe, sind alle wirklich tolle Leute. Und ja, wir haben eigentlich jetzt keine schlechte Erfahrung da gemacht. Vielleicht werden wir es irgendwann noch machen, aber bis jetzt muss ich sagen, man kommt mit den Leuten gut aus. Genau. Du hast es schon gesagt, Mitarbeiter, Wrestler und auch ganz wichtig, die anderen Leute, die da waren. Wir hatten eine Situation bei Ambition, wo sich jemand verhalten hat wie Arsch, sagen wir mal so, wie es ist, und direkt von den Leuten, die um ihn rum saßen, auf den Deckel gekriegt hat dafür. Und dann auch die Halle freiwillig verlassen hat. Oh, das ist ja interessant. Also das haben wir bei unserer Ecke da gar nicht mitbekommen, was aber eigentlich auch eine gute Sache ist, dass man es dann gar nicht mitbekommen richtig. Hat. Dass dieser Vibe sich quasi nicht wie ein Virus, ich nehme das jetzt so, ich sage das jetzt so, ausbreitet in der Halle. Ja, das ist also. Ja. Also dann nochmal, liebe Leute, alle, vielen Dank an alle, auch an alle, die mit uns da waren als Zuschauer. Und die auch, muss man immer noch sagen, auf die Corona-Regeln geachtet haben. Die Security hat zwar darauf geachtet, aber die mussten halt wenig eingreifen, weil die meisten selber darauf geachtet haben. Es passiert halt wirklich, wenn man dann trinkt und dann passiert gerade was Interessantes, dann hat man die Maske vielleicht gerade mal so auf. Ja. Und da wird dann tatsächlich mal auch darauf geachtet, dass man die schön wieder über die Nase zieht. Super. Und ganz, ganz toll. Ja. Ja. Gut, und damit mit dem ganzen Lob gehen wir in Tag 3. Moment, was? Da der Sebastian nicht da ist, müssen wir einen Kritikpunkt noch äußern. Ja. Da wurde dem Sebastian ja an Tag 2 das Deo weggenommen von der Security, weil es zum Sprühen ist. Wäre es ein Deo-Roller gewesen, hätte er ja alles mitnehmen dürfen. Und so musste Sebastian für den Rest der Veranstaltung leider stinken. Aber das ist wie im Flugzeug, ne? Da darfst du, glaube ich, auch nur einen Deo-Roller haben und keinen Sprüh-Deo. Ja, weil wir kennen ja den Sebastian, der zündelt nachher oder baut daraus ein Bengalo oder sowas. Nee, das ist ja ganz schlimm bei ihm. Das ist ein kleiner MacGyver, der weiß, wie er alles draus bauen kann. Aber. Genau. Nachher gibt es dann auch Pyrotechnik während irgendwelcher Endlesses, wenn er denkt, dass Alexander James rauskommt oder so, dass er da anfängt zu zündeln. Deshalb, da muss man schon aufpassen. Alles richtig gelaufen, ja. Ja, war schon gut. kommen wir zum Tag 3. Wir sind nämlich schon wieder richtig schön in der Zeit drüber. Gib uns mal kurz einen Einblick auf die Mittagsshow, aber wirklich kurz, und dann gehen wir in den letzten. Ja, die Mittagsshow war auf jeden Fall darauf aufgebaut, dass Tristan Archer jetzt Champion ist. Also der hat die Storylines vom Vortag weitererzählt, und es gab am Ende ein Championship-Match mit Fuminori Abe. Das war entsprechend hart, aber genial. Da durfte Tristan Archer eine andere Seite zeigen, hat natürlich am Ende gewonnen. Wir hatten eine Titelverteidigung von Ninja Mac mit Tamas Chumbo. Die war sehr interessant. Und es gab ein sehr gutes Match. Ja, ein gutes Match. Das sehr müssen wir vielleicht nochmal wegnehmen. Aber ein gutes, frisches Match, nämlich Ava Everett gegen Oshie. Das war toll. Solche Matches bei Inner Circle hatten wir das schon, aber es war jetzt für die Hauptshows was frisch, ja. Das aber gerne öfter. Also Oshie, bitte, setzt Oshie auch ein, weil wir brauchen solche Leute dann. Versteht die dann bei der Ankündigung zweimal Oshie, aber sie heißt Oshie. Das ist das Richtige. Das ist nicht schlimm. Bei Iselle haben wir dann auch anderes gechantet. Das stimmt, alles gar kein Problem. Darauf stellen wir uns dann ein. Levaniel gegen Jörn Simmons war wieder dabei. Levaniel und Jörn Simmons zusammen, ne? Ja, natürlich. Levaniel und Jörn Simmons waren wieder dabei gegen die Gulasch-Brüder, die ja auch wirklich gut sind. Golden Boy Santos hat einen Sieg eingefahren, diesmal gegen James Runyon. Ivar Kolaski hat gegen Gaia Glass gekämpft, wo ich ja sage, Gaia Glass auch gerne mehr davon, entwickelt sich auch langsam nach oben in die Richtung, wo sie bestimmt auch selber hin möchte. Sie hat ja sehr viel Passion auch, was das Ganze angeht, Women's Wrestling und so. Und vielleicht demnächst mal ein Interviewgast. Ich würde mich drüber freuen. Dann hatten wir eigentlich noch zwei Sachen, über die wir ein bisschen genauer sprechen müssen. Einmal das Eight-Man-Tag-Team-Match. Dulnik, Lawrence Roman, Nikita Charisma und Sebastian Suave gegen Michael Schenkenberg, Norman Harras, Psycho Mike und Vaughn Vertigo. Da muss man einmal dazu sagen, das war ein Los. Das heißt, deshalb waren Michael Schenkenberg und Nikita Charisma in gegnerischen Teams.
und haben natürlich eine wunderbar lustige Story daraus gebastelt. Und am Ende wusste eigentlich niemand mehr, wer in welchem Team ist, weil Schenkenberg und Charisma wollten unbedingt im Tag Team wrestlen und haben es dann auch einfach gemacht. Oh, und der Ringrichter hat quasi laufen lassen. Sie haben dann auch zwischendurch mal versucht, den Fingerpunkt auf Doom zu machen, haben dann aber sich immer dann so bei zwei entschieden, nee, ich pinne dich lieber doch. Und dann haben sie am Ende gesagt, ach komm, wir legen uns beide hin und pinnen uns doppelt. Und dann wurden sie natürlich wieder gebrochen. Derweil wollte Dennis Dulnik unbedingt das Tag-Rope halten, was bei einem 8-Mann-Tag-Team-Match halt schwierig ist, weil da schon andere stehen. Lawrence Roman auch ein bisschen überfordert mit der Situation, aber positiv. hat sich dann vor unseren Füßen noch getreten mit... Es gibt einen Stromausfall. Nein. Nee, ist gut. Getreten mit Norman, die dann gar nicht mehr wissen, Moment, sind wir jetzt im selben Team? Haben wir jetzt gewonnen oder sollen wir uns jetzt bekriegen? Ach, keine Ahnung, ist doch egal. Norman hatte keinen Bock mehr, schubste Lawrence Roman weg, lass mich in Ruhe. Und Lawrence Roman sagte dann, habe ich gewonnen? Fragt er uns so, ja, du bist in dem Team, was gewonnen hat, ja. Aber Highlight war Psycho Mike. Denn Psycho Mike war einfach over like Rover. Die ganze Halle hat Psycho Mike gerufen und wollte einen Bodyslam sehen, der ja abwechselnd von Norman Harras und von Michael Schenkenberg vereitelt wurde unter lauten Buhrufen. Aber am Ende durfte er endlich diesen Bodyslam zeigen, weil er auch sehr viel schon geweint hatte davor, also tatsächlich, weil er diesen Bodyslam nicht zeigen konnte. Und er hat dann im Match nochmal geregelt und ich glaube, das Team hat verloren, genau, und das Team von Psycho Mike, es war so ein Durcheinander. Dulnik hat, glaube ich, gewonnen, ne? Am Ende. Dulnik hat gewonnen, ja, genau, aber Psycho Mike hat leider verloren, aber ich glaube, die Herzen der Menschen, die hat er gewonnen. Ja, und dann kamen wir zum World Tag Team Championship Match. Komischerweise bei dieser Show, nicht bei der Abendveranstaltung, haben nämlich Michael Knight und Bobby Ganz ihre Titelchance schon eingelöst. War von allen vier Beteiligten, Mudo Mace und Bobby Ganz und Michael Knight, ein total tolles Match. Bis zu dem Punkt, wo es ein Pedigree mit einem darauffolgenden Kick kam. Das war relativ spät im Match. Und ja, dann lag Michael Knight leider Bobby regungslos am Boden. Und Bobby Ganz hat diesen Pin, der dann kam von Stephanie Mace, glaube ich, gegen Michael Knight, noch unterbrochen, doch es wurde, glaube ich, spontan dann entschieden, dass dieser Two-Count, der dadurch entstanden ist, doch als Three-Count von Markus Weiß gezählt worden ist, einfach aus Sicherheitsgründen, weil Michael Knight wohl entsprechende, ja, kurzfristige Schäden davon getragen hat, durch den Aufprall, und das war einfach zu unsicher, da weiterzumachen mit dem Match, und dann kamen die Sanitäter raus, und hier muss ich jetzt sagen, Oberhausen hat gezeigt, was in Oberhausen steckt. Restlos alle sind aufgestanden und haben minutenlang geklatscht und Michael Knights Namen gerufen. Oder wäre ich schon fast ein bisschen emotional. Das war stark, das war wirklich toll. Und schön war, dass Michael Knight am Ende wieder aufstehen konnte und mit dem Eisbeutel im Nacken, also aufrecht und selbstständig fast, den Ring auch wieder verlassen konnte. Also alles ist gut gegangen. Ja, wir wissen auch von ihm selbst, es geht ihm gut. Ist alles gut. Genau. Es geht ihm gut, alles ist gut, und er war ja auch im Main Event dann am Tag 3 bei den Leuten, die mit an den Ring gekommen sind. Also alles schön und gut, aber eine kleine Schrecksekunde auf jeden Fall. Man hofft nur, dass das alles gehört wird, was die Fans an Liebe da gelassen haben an diesem Tag. Und auch die Kollegen übrigens. Man muss auch sagen, Fast Time Mudo, Stephanie Mace und Bobby Ganz haben sich sofort um Michael Knight gekümmert. Also ganz, ganz toll, und das war nochmal so sinnbildlich für, wie da der Zusammenhalt ist. Ja. Man merkt, es ist eine kleine Familie entstanden, ne, über die ganze Zeit jetzt. Ja, sehr schön. Damit gehen wir in Tag 3. Wir sind nämlich schon fast wieder bei 2 Stunden. Wir wollten nicht so lang machen. Und zwar Halbfinal-Matches. Robert Dreisger gegen Lufisto. Da ist Robert Dreisger dann final All-Heel gegangen und hat wirklich alle miesen Aktionen gegen Lufisto ausgepackt. Wurde aber auch von dieser einfach mal in die Stuhl reingeschmissen. Er lag mir fast zu Füßen.
Also mehr als das jemals vorher bei irgendeiner Veranstaltung bei WXW passiert ist, die haben quasi die ganze Reihe abgerissen. Da Ja. waren nur noch zwei Reihen, die übrig geblieben sind. Und ich weiß nicht, wie viele Stühle das überleben haben. Die Turbinenhalle denkt sich auch immer, was machen die mit unseren Stühlen? Haben Also, wahrscheinlich eine Stuhlpauschale mittlerweile. ja, genau. Also das war wirklich heftig. Die haben sich nichts geschenkt. War wirklich, das war echt übel. Aber Robert Dreister kann sich am Ende durchsetzen. Lufisto wird unter Standing Ovations verabschiedet. Das fand ich auch sehr schön. Das ist wieder Oberhausen, ne? Muss man einfach sagen. Die machen es immer. Die verabschieden die Leute immer, die bis ins Halbfinale kommen, sind immer wirklich standesgemäß. Das zweite Halbfinale war Jonathan Gresham gegen Shigeru Irie. Das Finish fand ich ziemlich cool, wenn ich so richtig im Kopf habe, dass das da war. Das war noch der Pin aus dem Figure 4, oder? Ja, die beiden haben sich auch so ein bisschen rumgerollt. Das ist Ja. so ein Jonathan Gresham Special. Ja. Und ja, es ging nach hin und her. Und dann gab es natürlich aus dem Octopus Hold eben diesen Pin. Es war schwierig zu sehen, weil Aus dem Finger vor, meinst du? ja, aus dem Figure 4, genau. Es war schwierig zu sehen, weil es eben wieder auf der Matte stand war. Und ein bisschen schwierig für kleinere Leute wie mich. Aber ich glaube, so ist es gewesen. Und wo kriegt man übrigens sonst noch die Paarung Irie gegen Gresham? Nirgendwo, Ja. außer bei WXW. Aber auch dieses Finish fand ich mal cool, weil das war mal was anderes. Normalerweise denkst du ja, entweder klarer Pin, klare Submission. Aber dass der Gresham einfach mal eine Submission in den Pin dreht und der Irie da nicht mehr rauskommt, weil er so verknotet ist, das war einfach gut gemacht. Ja, da wurde die Körpermasse von Eri gegen ihn verwendet, Genau, ne? richtig. Ja, das ist für ganz, ganz toll gemacht und das zeigt eben die Qualität eines Jonathan Gresham. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir ein paar Non-Tournament-Matches. Wir hatten erstmal ein Damen-Match, Non-Title-Match. Da hat man schon gedacht, okay, da wird jetzt jemand aufgebaut als Herausforderer. Und zwar hat Eva Everett ihr Match gegen Baby Allison gehabt und verloren. Baby Allison gewonnen. Non-Title natürlich, Non-Title, ja. genau, Non-Title-Match. Das heißt, wir haben Baby Allison jetzt so ein bisschen als Herausforderin aufgebaut, wobei man auch da nochmal sagen muss, Baby Allison, wir haben ja, wer unseren Podcast schon länger hört, weiß, dass wir anfangs nicht so begeistert von ihr waren. Aber was die mittlerweile leistet, aller Ehren Ja, wert, und charakterlich und im Ring. genau, also die kann sich auch verbiegen und ist so schnell in ihren Reaktionen mittlerweile. Also das ist schon gut Ja, geworden, ja, das ist schon super. gut geworden. Und ja, dazu mal im Voraus, ne, nächste Show ist Frankfurt. Wer weiß, ob wir da vielleicht dann die Fortsetzung des Ganzen kriegen. Das würde ja wiederum passen. Dann hatten wir das, wir hatten ja zwei Comedy-Matches im Grunde auf der Karte, so ein bisschen. Aber dann hatten wir das unerwartete Comedy-Match, weil wir haben gekriegt Cara Noir gegen Dennis Dulnick. Und ich habe gedacht, okay, das wird jetzt nochmal ein richtig schönes, stiffes Match. Und da war relativ viel Comedy drin mit den beiden. Und Dennis Dulnick, auch ein großer Verfechter der Corona-Maßnahmen. Er hat natürlich immer seine Maske dabei. Wenn Cara Noir ihm zu nahe kommt, zieht er erstmal die Maske auf. Ein sehr lustige Toll. paar, einige sehr lustige Sequenzen, die wir da hatten, wo Cara Noir dann am Ende das Match für sich entscheiden konnte und sich auch staatsgemäß verabschieden konnte. Wie fandest du den Comedy-Aspekt dabei? Ich fand das toll, das auch nochmal. Ich habe lustigerweise, habe ich kurz während des Matches noch gedacht, ha, die Masken und so, ja, ich weiß noch, es gab eine Zeit, auch zum Beispiel bei anderen Ligen, da hatten sogar die Ringrichter eine Maske auf und so. Und dann, kurze Zeit später, als hätten sie meine Gedanken liegen. Ihren Hosen. Ja, das war echt Also, witzig. das war sehr, sehr witzig und sehr, sehr cool. Das so ein bisschen, das Dulnick so ein bisschen mit der Art und Weise von Cara Noir fremdet. Und das war, sowas finde ich immer sehr spannend, wenn dann zwei verschiedene, ganz verschiedene Charaktere aufeinander reagieren. Und hier hat Dulnick sich auf jeden Fall auch wieder empfohlen. Ja, Ja. auf jeden Fall. Und dann hatten wir das WXW Shotgun-Titelmatch, wo der gute sportliche Leiter Franz Kesp ein bisschen an der Lotterie gedreht hat und die eigenen Leute ein bisschen bevorzugt haben. Das finde ich ja so geil. Dadurch, dass Francis ja als Heel rausgegangen ist, kann er einfach mal sagen: Ey, ich kann das machen, ich bin ja der Chef. Das ist schon cool, das passt halt einfach, Ja, ne? war das wirklich hier oder war das einfach nur mit so einem Ja, Augenzwinkern? es Ich war mit so einem weiß nicht. Äh, Augenzwinkern, genau, klar. ich find das gar nicht so schlimm. Nee, stimmt für dich auch Nee, nicht. nee. Ich muss ehrlich gestehen, also sonst wäre es gelogen, ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir noch so eine größere Überraschung in einer Art und Weise kriegen, weil ich gedacht habe, so, es ist jetzt vieles bis passiert, aber so einen richtig großen Talking Point, wo man Ja. darüber noch reden kann, der ist noch nicht passiert. Das habe ich gesagt, entweder beim Damenmatch passiert das, dass da eine Herausforderin rauskommt, mit der wir nicht gerechnet haben, oder eben beim Shotgun-Titel-Match, weil ich dachte, da hatte man vielleicht für Andy einen Gegner in der Planung und dann kommt jetzt aber irgendwie jemand raus, irgendwie. Nee, muss ja niemand aus Amerika oder so sein oder Ja. im Free Angel. Es kann ja auch jemand sein, der schon länger nicht mehr bei WXW war und entsprechend dann da die Du Reaktion wolltest nur zieht. wieder Emi Satoshi sehen im Shotgun-Titelmatch.
Rede weiter. Ich wollte jemand anders vielleicht, also jetzt niemand speziell anders, aber jemand, den wir vielleicht schon länger nicht mehr gesehen Ja, haben klar. und so, hätte ich mich auch darüber gefreut. Oder auch nochmal, war er schon auf der Card an diesem Abend? Lass mich nicht lügen. Peter Tihani hätte ich auch nochmal genommen. Ja, hätte ich mir auch vorstellen können. Aber nee, der war ja in dem Six-Man, genau. Da kam er später, ja, Und genau. genau, der kam später. Aber stattdessen haben wir eben Ninja Mac, Ender Kara und Rotation bekommen und Maggot in einem Four-Way. Und das, was daraus geworden ist, das hat uns ja wohl doch richtig abgeholt. Jeder durfte mal richtig zeigen, was er so kann. Ninja Mac, Den Sprung hatten wir vorhin schon. Ja, merkt den Sprung, genau, mir fällt gerade bei Rotation noch ein, dass der sich ja so ein bisschen jetzt auf die Seite der Leute in der Academy stellt, weil Robert Dreisger hatte auch bei der Wheel of Wrestling-Veranstaltung eine fantastische Promo, ein Promo-Segment, wo er Fires Aguila als halbe Portion bezeichnet hat und gesagt hat, ihr seid auch nicht mehr ganz dicht und so, dass er jetzt nochmal diese Feder aufwärmt hier. Ne, und das war wirklich toll von Robert, muss man ganz ehrlich sagen, und stark und auch von den anderen. Das war auch ein interessantes Match, Robert dass ist sie ein halt leider starker verloren Heel. haben. Sagen wir es Ja, einfach mal, wie es ist. Ne? genau. Und deshalb, also Rotation hier, dachte ich kurzzeitig, vielleicht gewinnt er jetzt hier den Shotgun-Titel, um zu beweisen, dass die Academy auch ohne Robert Dreisger oder ohne die Philosophie von Robert Dreisger gut zurechtkommt. Ist aber nicht passiert. Maggot hat das Match gewonnen und das macht mich sehr glücklich. Das ist die nächste Belohnung. Maggot als Singles-Wrestler. Großartig, auch mit seinem Stable. Und ja, das kann einen schon auch so ein emotional ein bisschen anrühren. Die WXW hat es geschafft, viele emotionale Momente zu schaffen. Also auch den Gewinn von Mood und Mace, den Gewinn hier von Maggot, die große Rede von Levaniel. Dann haben wir gleich noch zwei Reden an dem Abend, die auch beide schon ein bisschen anpacken konnten. Das war schon richtig groß, was er gemacht hat. Und Maggot hat es verdient. Maggot ist so gut geworden. Da kann man wirklich überhaupt nicht sagen, dass er es nicht verdient hätte. Ja, der ehemalige Champion durfte tatsächlich antreten. Axel Tischer gegen Fuminori Abe. Da haben wir noch ein bisschen ein härteres Match gekriegt, was Tischer am Ende für sich entscheiden konnte. Schön war die Rede danach, wo er dann nochmal gesagt hat, kam er wieder die Liebe-Chance und gesagt hat, ja, wenn die Liebe gewonnen hätte in dem Match, dann würde ich jetzt nicht hier stehen, sondern hätte gesagt, er hatte es verdient. Er hätte auch den Titel verdient. Aber der, der den Titel gewonnen hat, hat es so nicht verdient und er hat quasi Tristan Archer herausgefordert. Und hat dann zu Francis Caspin gesagt, Francis, tu deinen Job, setz das Ding an, so wie die Leute es wollen. Wir sind ein bisschen wieder weg von diesem, der böse Axel Tischer, ne? Ja, genau, wollte ich gerade auch sagen. Axel Tischer, der Heel-Turn hat sich nicht ergeben. Die Pläne sind doch anders. Man setzt jetzt eben auf Robert Dreisger und Tristan Archer als die Top-Heels der Liga. Und jetzt kommt eben hier Axel Tischer natürlich wieder als Babyface rüber, hat da aber eben genau die richtigen Worte auch gefunden. Stichwort auch Support Indie Wrestling und supportet eure Leute. Und das ist ja genau das, was wir auch immer sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. War auch schön. Ja, und da hatten wir das Lucha Rules Match. Also, wenn einer mal raus ist, dann kann der nächste rein. Das war irgendwann auch wieder egal, da waren wieder alle drin. Und das Match, was zu einem Dance-Off zwischendurch mutiert ist, zwischen allen Beteiligten und Dashilo Jung, was so ein bisschen für die gruselige Playlist von Tag 2 wieder entschädigt hat, muss ich sagen. Also, das war wie so ein Traum. Es war mir so, als wäre ich zwischendurch bei dem Match mal kurz eingeschlafen und hätte das so geträumt, dass das passiert ist, weil es begann und löste sich so schnell wieder auf. Und selbst Dover hat ja mitgemacht bis zum gewissen Punkt. Der hat es dann auch wieder beendet. War auch der richtige Mann dafür. Und es war wirklich, als würde man so. Da würde man vom Karat träumen und dann, dass da ganz kuriose Dinge passieren beim Karat. Das war so, Moment, also das ist, also was für Substanzen werden da geraucht zwischendurch? Das ist ja schon, Wie ein Fiebertraum, das stimmt, ja, ja. wie ein Fiebertraum. Also aber das war unglaublich lustig und unglaublich unterhaltsam. Und das ist auch nach so einem langen, harten Wochenende mit hochkarätigen Kämpfen, solche Lockerungen sind dann auch echt ganz cool. Es waren auch alle ein bisschen müde, muss man sagen. Ja. Da war das gut, dass sowas mal kam. Ja, und dann kam es zum Finale. Jonathan Gresham gegen Robert Dreisger. Ein Finale in nur 12 Minuten, aber unheimlich intensive 12 Minuten. Und auch die von der WXW wieder astrein inszeniert. Die Vorstellung am Anfang, das Match.
Und dann, wo man wusste, wir haben keine Fans am Ring, wir können die Stimmung nicht so machen, wie wir es normalerweise haben, dann schicken die einfach mal die Wrestler raus und die übernehmen die Rolle der Fans am Ring und sorgen nochmal zusätzlich für Stimmung, die aber auch schon gut war zu dem Moment. Das hätte natürlich noch besser gewirkt, wenn der Robert noch ein Face wäre und das die Academy-Leute gewesen wären. Da Ja. hätte das noch besser gewirkt. Aber insofern war das trotzdem eine coole Sache. Plötzlich tauchten da diese ganzen Leute auf und stellen sich um den Ring. Ich hatte ja das Problem, ich wäre fast geplatzt nach den ganzen Matches und musste doch noch mal irgendwo hin und dachte fast, ich war noch nicht da. Und drehte mich um und sah, wie Robert seinen 30er-Bonk auspackt. Und ich dachte, boah, ich laufe doch mal wieder zurück zum Platz. Aber nein, da kam Jonathan Gresham noch mal raus. Ich Kleiner dachte, Schnellstart, ne? das wäre natürlich was gewesen, wenn Robert Dreisker hier so schnell Jonathan, das wäre ein Statement gewesen. Das wäre also Hammer gewesen. Ist nicht passiert. Ich konnte also noch verhindern, dass ich explodiere und bin dann zurückgekommen. Und dann ging das Match ja auch erst richtig los. Und ja, also die beiden haben sich nicht gesteckt. Da war die Power von Robert Dreisker und die flinke technische Finesse von Jonathan Gresham. Und das hat sich so gegenseitig ergänzt in diesem Match. Fantastisch. Robert Dreisker ist wieder einen Schritt weitergekommen, aber trotzdem nicht bis zum Ende. Wir hatten danach eine emotionale Promo von Jonathan Gresham nach Die hat mich diesem auch wieder Sieg. angepackt. Ich weiß nicht, was bei Genau. dir war, aber die hat mich emotional schon gepackt, was der da so alles Ja. gesagt hat. Sein Weg und dass er auch wirklich, und das kaufe ich ihm auch ab, dass er 16 Karat gewinnen wollte. Er hat nämlich DVDs davon zu Hause gehabt und er hat andere Ligen noch erwähnt, von denen man träumt. Und er hat dann aber auch gesagt, AEW hat er natürlich nicht von geträumt, weil das gab es einfach damals noch nicht. Da war also nicht dran zu träumen. Er hat davon erzählt, wie sein Weg war und was er erreichen wollte. Und als er wollte ja unbedingt, das hat er immer gesagt, Ring of Honor World Champion werden. Als er das dann geschafft hat, dann waren seine Träume eigentlich geträumt. Doch dann kam 16 Karat Gold und das war zu träumen. Das wollte er auch immer haben. Und er will jetzt eben an dem Punkt seiner Karriere den jungen Leuten helfen, was er am Abend zuvor mit Mudo ja schon begonnen hat. Und man hat eben die Hoffnung bekommen. Es war nämlich klar, wenn Gresham hier gewinnt, dann muss er ja nochmal wiederkommen. Ist das möglich mit der aktuellen, wie die Wrestling-Welt aktuell aussieht, mit Tony Khan, nicht AEW, muss man immer dazu sagen. Tony Khan kauft Ring of Honor. Und wie sieht das aus? Als Champion kann er dann noch gebucht werden, weil die andere große Liga der Welt ist ja natürlich eng verbandelt mit der WXW, weil die Sachen gibt es eben auf dem WWE Network zu sehen. Und wir wissen ja, dass bei Progress zum Beispiel Leute wie Bethany Ogogo dann rausgeschnitten werden müssen. Das wäre natürlich für jemanden, der dann ein Titelmatch hat, schwierig, ne? Schlecht, ja. Und da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Um da genug Bedenkzeit zu geben, denke ich mal, auch gab es entsprechend dann aber am Ende noch eine Sache, mit der ich da nicht mehr gerechnet hätte, weil die Rede war vorbei. Das Konfetti war geflogen, die Crowd war durch, Tommy Gießen war quasi schon am Mikrofon und wir sahen nur noch, wie Jonathan Gresham winkt. Und dann kam Robert Dreisger zurück. Und er hat mit Brutalität und Wut auf Jonathan Gresham eingeprügelt. In einer Art und Weise, die war nicht korrekt. Und das war, also viele Leute haben versucht, Robert Dreisger aufzuhalten. Er hat Francis Caspin attackiert, Ja. der ja eigentlich gar keine Ringfreigabe mehr hat. Und er hat wirklich alles zerlegt und ihm war anscheinend alles egal. Wir haben hier die komplette Änderung des Charakters von Robert Dreisger gesehen, der vom Vorfeld schon Anil Marik in Interviews angegriffen hat, als würde er nur im Catering rumhängen. Er hat das ganze Roster in der Academy kritisiert. Er war mit der Entwicklung nicht mehr zufrieden. Er wirkte frustriert, genervt und einfach nur am Ende. Und daraus ist in ihm wieder das Monster, das Avalanche entstanden. Nur eben jetzt mit einer, ja, mit einer Story dahinter, die ihn dazu führt, dass er die Integrität der WXW Academy und der WXW an sich in seiner eigenen Weise aufstellen will und das entgegen jeder anderen Stimme der Vernunft, die um ihn vielleicht besteht. Und deshalb habe ich mir gedacht, da habe ich mir gedacht, wow, das ist hart und das bringt Robert natürlich in eine gewisse
Region. Ich habe natürlich auch daran gezweifelt, weil Timing ist so eine Sache. Und ich hätte vor 2 Jahren Robert Dreisger viel lieber in so einem Spot gesehen als jetzt. Ja, das Aber stimmt. nach dieser Attacke hat er sich nochmal eben ganz anders empfohlen und ganz anders in eine Richtung bewegt. Und man hat halt das Größtmögliche gemacht. Und das ist eben der Moment, wo man sagt, Entschuldigung, ich musste gerade lachen, weil bei mir rollt gerade meine Katze hier aufs Mikro rum. Ich glaube, ich muss langsam fertig werden. Ja, also die Sache ist die, kurz gesagt, man hat jetzt eben Hunger auf mehr gemacht. Also 16 Karat stand nicht für dich, sondern 16 Karat erzählt die Zukunft der WXW. Ja. Und Robert Dreisger will eben die Zukunft der WXW anders sehen als manche andere. Und er ist quasi wie eine Gruppierung aus 10 Mann, nur dass er alleine ist. Und bis jetzt konnte er alle von sich fernhalten. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass wir einen Tweet bekommen, der WXW mit einer Suspendierung, aber das ist noch offen. Ich bin gespannt, was sich da noch tut. Vielleicht warte erst mal, bis Francis sich erholt hat und es kommt dann ein, 2 Tage später. Man weiß es ja nicht. Ja, alles in allem. Ich glaube, wir hatten viel Spaß am Karat. Es gibt auch Leute, die gesagt haben, boah, nicht mein Karat. Ich würde sagen, wer im Moment mit der Ausrichtung des Karats oder der WXW, die hat sehr viel auf eigene Talente, auf europäische Talente setzt, nicht zufrieden ist, dann nutzt doch die Zeit, guckt euch lang was anderes an. Es gibt so viel, guckt mal bei Passion rein, guckt woanders rein und kommt einfach wieder, wenn das wieder für euch okay ist. Die Zeit hat sich verändert. Wir sind nicht mehr in der Zeit von vor 2 Jahren. Die Welt hat sich verändert. Wir haben eine Pandemie hinter uns oder wir sind auch mitten in der Pandemie drin. Hinter uns ist Quatsch. Wir haben gerade einen Krieg in Europa. Wir haben sehr schwere Zeiten. Wir können dankbar sein für alles, was wir kriegen. Und die WXW und alle, die anwesend waren, ob es Mitarbeiter waren, Wrestler waren oder ihr alle, die ihr mit uns da wart, haben dafür gesorgt, dass wir alle ein bisschen aus der Realität rausgezogen wurden und ein Ja. tolles Festival hatten, das genießen konnten. Möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich weiß, also man war eigentlich am Ende, war man eigentlich relativ glücklich. Man hat viel, viel tolles Wrestling gesehen. Man hat viele, viele tolle Menschen kennengelernt oder wiedergesehen. Und ich sehe gerade noch unser Tippspiel, das gab es natürlich auch noch. Und Stimmt. ich bin gerade überrascht, wie viele Leute da sich beteiligt haben. Und es freut mich sehr. Und ich sehe gerade, also wirklich viele, viele Leute haben sich da Hector, nicht, wer ist es? Doch, Hector vorgestellt, tatsächlich im Alternate Four-Way, das sehe ich zum Beispiel. Jetzt. Aber ja, einig war man sich nicht immer. Ich kann jetzt unmöglich jedes einzelne Ergebnis Das vorlesen, veröffentlichen aber. wir mal bei Twitter, wer da was, wie die Ergebnisse rausgekommen sind, wer wie getippt hat. Ich habe die Hälfte meiner Tipps vergessen einzureichen, deswegen bin ich diesmal raus. Aber ich tippe beim Karat sowieso immer Murks, deswegen ist das nicht so schlimm. Also ich kann jetzt schon sagen, beim Ambition lag Bobby ganz vorne in der Gunst der Leute, da hat man also recht bekommen. Und bei 2022, also vom 16 Karat 2022, da war es sehr, sehr ausgeglichen, bis auf einen, der ein bisschen herausstach, und das war nämlich Maggot. Ja. Ja. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank auch euch, dass ihr da mitgemacht habt. Und ihr denkt dran, ihr könnt uns immer Kommentare hinterlassen, wenn ihr Fragen zu unseren Sachen habt, wenn ihr irgendwelche Formate habt, wo ihr sagt, das würden wir gerne mal sehen, irgendwelche Gäste. Bleibt da auch realistisch. Ihr kennt unseren Podcast, die Größe. AEW, WWE-Gäste sind bei uns jetzt nicht so realistisch. Dafür sind wir einfach zu klein. Ja, aber nächste Woche haben wir Brock Lesnar, oder wie war das? Nee. Nee, Also nein. mit dem musst du reden. Ist nicht so mein Fall. Nein, aber wir werden wieder viele interessante Leute da haben. Wir werden mit Leuten über das Karten nochmal sprechen. So im Laufe des Monats. Damit so ein bisschen Nachlauf. Werden wir mit den Leuten sprechen. Ich Und es gibt freue auch mich viele da schon neue Sachen. drauf. Es sind einfach diese internationalen Stimmen oder auch die Stimmen wie Frank Fehrmann, die man nicht so oft hört, die ganz besonders interessant sind. Richtig. Ja. Das ist genau das Spannende. Und damit verabschieden wir uns. Daniel, schön, dass du wieder dabei warst. Wir haben wieder knappe Sehr gerne. 2 Stunden 12 gemacht. Diesmal nicht 2,5, aber schön, dass du da warst. Ja, hat mich sehr gefreut und vielen Dank, dass ihr alle da wart beim Karat. Vielen Dank für eure Stimmen und für eure Meinungen und für eure Gespräche. Und wir hören uns, wir schreiben uns, wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Genau, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.